Ich grüße Sie sehr herzlich zum heutigen Abend vom Bild zur Wahrnehmung mit Wolf Singer. Wir führen den Abend, die ganze Reihe Iconic Turn, zusammen mit dem Humanwissenschaftlichen Institut der Universität München durch. Seit die Buddha-Akademie besteht, und das ist immerhin schon 7 Jahre, hat sie sich immer der interdisziplinären Bearbeitung von allen Themen gewidmet. Wir haben große interdisziplinäre Konferenzen gemacht, interdisziplinäre Bücher veröffentlicht, und die Reihe Iconic Turn ist ja ebenfalls eine ganz interdisziplinär angelegte Reihe. Das Thema Bild aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Disziplinen. Heute Abend ist es die Hirnforschung, die ihre Sicht auf das Thema Bild darstellt. Aber es gibt eine Vielheit der Phänomene beim Thema Bild. Man kann, wie wir schon gesehen haben, es aus der Sicht der Kunstgeschichte, der Philosophie, der Medienkritik betrachten. Man kann anthropologische, computertechnologische, naturwissenschaftliche oder künstlerische Aspekte in den Vordergrund stellen. Aber sicherlich ist ein ganz wichtiger Aspekt der biologische. Was sind die biologischen Voraussetzungen von Bildern? Wie entstehen Bilder in unseren Köpfen und wie werden sie von dort wieder nach außen gegeben? Ich zitiere einen Satz von Wolf Singer, ich will hier keine Einführung übernehmen, nur auf das Thema hinweisen. Unser Gehirn bestimmt, wie uns die Welt erscheint. Das Gehirn bestimmt also unser Bild von der Welt. An dieser Kernaussage lässt sich unschwer ablesen, wie wichtig die Einschließung des biologischen Aspekts in unsere Betrachtungen ist, und normalerweise geschieht das, wenn wir uns mit Bildern beschäftigen, überhaupt nicht. Wolf Singer ist nicht nur einer der international wichtigsten Experten für diesen Bereich der Hirnforschung, er ist auch selber sehr interdisziplinär vernetzt und eignet sich deswegen in besonderer Weise für diesen Vortrag heute Abend. Moderiert wird der Abend von Michael von Brück. Er leitet das Institut für Missions- und Religionswissenschaft an der Universität München. Er hat eine interessante Fächerkombination studiert, nämlich Theologie, Sanskrit und indische Philosophie. Er hat unter anderem auch in Indien und Japan studiert und er ist ausgebildeter Zen- und Yoga-Lehrer. Und darüber hinaus ist er auch noch Herausgeber der Zeitschrift Dialog der Religionen. Ich denke, das ist ein Thema, was ja nach dem 11. September eigentlich von besonderer Brisanz ist. Sie sehen hier wieder einige Fernsehkameras heute Abend. Das eine ist das Livestreaming, was wir schon einmal hatten, was in andere Universitäten übertragen wird. Aber heute Abend ist auch noch der Südwestfunk dabei, der die Vorlesung heute Abend für seine Teleakademie aufzeichnet. Ich möchte noch einen Hinweis auf unsere Webseite zu Iconic Turn geben. Es gibt ja nach jeder Vorlesung einen Workshop mit einer Gruppe von Postdocs und dem jeweiligen Referenten. Die Workshops sind nicht öffentlich, weil es die Kapazität überschreiten würde und ein Workshop dann nicht mehr ordentlich arbeiten könnte. Wer sich aber dafür interessiert, was dort diskutiert wird und zu welchen Ergebnissen die Postdocs kommen, der findet auf der Webseite Iconic Turn immer neue Informationen. Die Workshops werden im Wintersemester auch weitergeführt. Die Ausschreibung dafür ist im Juli. Wer also sich an der Ausschreibung beteiligen will, ab Juli kann er das auch auf der Webseite tun. Ein Hinweis noch auf den Büchertisch der Amalienbuchhandlung draußen. Dort gibt es auch eine Reihe von Büchern von Wolf Singer. Und dann noch ein Hinweis auf eine Tagung, die an diesem Wochenende in der Evangelischen Akademie in Tutzing stattfindet. Sie heißt Macht und Ohnmacht der Bilder, Fragen zu Gewalt und Terror. Und ich denke, für viele, die hier den Sloterdijk-Vortrag gehört haben, ist es vielleicht ein Anlass, die Akademie in Tutzing an diesem Wochenende, die Tagung geht vom 7. bis 9. Juni, aufzusuchen. Sie sind natürlich auch heute, wie jedes Mal, im Anschluss an die Vorlesung herzlich zu einem Umtrunk im Lichthof eingeladen. Ich darf jetzt Herrn von Brück bitten. Applaus.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter lieber Herr Singer, wenn Sie, Herr Singer, nach München kommen, dann ist das ja ein Heimspiel, denn Sie sind hier geboren. Doch schon zögere ich, wer wurde hier geboren? Sie? Wer ist das? Das Baby Wolf Singer, das seinen ersten Urschrei in den weißblauen Himmel ausschrie? Oder der hochgeehrte Wissenschaftler, der überall in der Welt zu Hause ist? Worin besteht die Kontinuität zwischen beiden Größen oder gar die Identität der Person? Und gibt es eine solche unter neurowissenschaftlichen Erkenntnissen? Der Knabe Wolf Singer jedenfalls, begabt mit maximaler Plastizität des Gehirns, wird zuerst Bildeindrücke der Münchner Skyline und oberbayerischer Zwiebeltürme aufgenommen haben. Die Bildgestalten der Rundkuppeln der Frauenkirche und des spitzen Rathausturmes werden seine visuellen Potenziale geprägt und Wahrnehmungsstrukturen angelegt haben. Vielleicht ist er auch schon durchs Siegestor geschritten, gleich hier vorn links nach Norden, weit über den Frankfurter Ring in Richtung Mainmetropole, präkognitiv durchspielend, was später der Wissenschaftler Wolf Singer in seiner Wissenschaftskarriere tatsächlich tat. Aber wieder halte ich inne. Was heißt hier später tatsächlich? Angesichts des Paradoxes der Zeit, die uns das Verständnis, was Bewusstsein sei, erleichtern könne, wie sie in einem Artikel von 1999 anzeigen. Frühkindlich hat sich der visuelle Kortex offenbar zielstrebig ausgeprägt. Darf man da von einer Causa finalis sprechen? Oder ist alles, was Ihre Biografie an Entwicklungslinien zeigt, Zufall? Aber was wäre Zufall in einem System selbstorganisierter Komplexitätsharmonie, wie sie das Gehirn vielleicht ausbildet und darstellt? Wie auch immer. Sie haben in den 60er Jahren in München und Paris Medizin studiert und Ihr Lehrer, Otto Kreuzfeld, hat das neurophysiologische Interesse, wenn nicht geweckt, so doch in akademisch konsistente Bahnen gelenkt. Nach einem Postgraduate Training in Psychophysik und der Verhaltensforschung von Tieren an der University of Sussex kamen Sie dann bereits 1972 an das Department für Neurophysiologie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie und nahmen 1973 auch eine Position in der Neurophysiologie der TU München an. 1975 habilitierten Sie sich an der Medizinischen Fakultät der TU München mit einer Arbeit zur Funktion des visuellen Systems. Seither befassen Sie sich in Hunderten von Veröffentlichungen, die in den angesehensten Wissenschaftszeitschriften veröffentlicht wurden und weltweit Beachtung fanden, mit ganz unterschiedlichen neurowissenschaftlichen Themen. Mit Kohärenz als Prinzip kortikaler Selbstorganisation, der Frage nach dem Bewusstsein und der Struktur neuronaler Repräsentationen, der temporalen Kodierung im visuellen Kortex als Integrationsleistung im Nervensystem und so weiter. Ganz zentral und über die Jahre hinweg aber mit dem visuellen Kortex bei Katzen, Primaten und beim Menschen. 1980 wurden Sie Professor für Physiologie an der TU in München und seit 1982 bereits sind Sie Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Ihre Publikationen, die zahlreichen Ehrungen, Mitgliedschaften in 9 Akademien, mindestens 18 Herausgeberschaften von Wissenschaftszeitschriften, leitende Positionen in der DFG und anderen Forschungsinstitutionen allein nur aufzuzählen, würde den Abend fast füllen. Nur so viel habe ich als Nicht-Fachmann beim Studium Ihrer Publikationslisten und bei einigen neugierigen Blicken in die Texte selbst bemerkt. Neben der Beschreibung und Analyse der Ergebnisse von immer neuen, unglaublich einfallsreichen Versuchsanordnungen stehen kontinuierlich auch Publikationen von allgemeinerer Struktur, wo Sie Ergebnisse der Forschung in Bilder, Weltbilder, Wissenschaftsbilder, Menschenbilder einzuordnen versuchen. Und Sie behandeln dabei philosophische und ethische Fragen
So zum Beispiel, wenn sie 1992 über das Gehirn als biologisches Lernsystem, das sich selbst organisiert, nachdenken, der Gestaltwahrnehmung im Zusammenspiel von Auge und Hirn nachgehen, 2001, oder 1993 die Problematik von Tierversuchen in der Neurophysiologie erwägen. Ihre Interessen reichen bis hin zu Goethe, bei dem Sie in einem Aufsatz aus dem Jahre 2000 fragen, ob er als Konstruktivist verstanden werden könne. Für die grundlegenden Fragestellungen dieser Vorlesungsreihe haben Sie selbst bahnbrechende empirische Untersuchungen in die Wege geleitet und durchgeführt. Wie verhalten sich Gehirn und Bewusstsein zueinander? Wie ist die Relation von Bild und Denken zu bestimmen? Wie kommt das Bild ins Gehirn? Aber ist dort überhaupt ein Bild? Was ist denn ein Bild? Wir haben gelernt, jedenfalls wir noch, bildhaft-synthetisches von begrifflich-analytischem Denken, wenn nicht zu trennen, so doch ein wenig zu unterscheiden. Aber ist nicht jedes Denken, jeder Begriff auch bildlich? Komplexe Satzkonstruktionen, etwa eines Hegel oder eines Kant, wird man ja wohl kaum verstehen können, ohne dass man sich gewisse bildliche Vorstellungen dazu macht, sogenannte Eselsbrücken nämlich, die ja wohl auch bildgebende Muster bei der Verknüpfung von Erinnerungslinien anlegen. Wenn aber Bilder unser Wahrnehmen präfigurieren, welchen Einfluss hat dann die formative Phase der Herausbildung von Hirnstrukturen, also die Zeit der hohen Plastizität des Gehirns, entweder zum Beispiel unter den Zwiebeltürmen Bayerns oder angesichts der Piktogrammschrift eines chinesischen kulturellen Universums. Wird so unser Denken historisch unwiderruflich geprägt? Sind die Muster unseres Wahrnehmens und Denkens das Resultat der je eigenen Geschichte? Ist der Prozess des Denkens einschließlich der Konstruktion des Ich Resultat der Geschichte des eigenen Werdens in reziproken Selbststeuerungsprozessen? Wenn ich das ins Sanskrit übersetze, heißt es Karma. Kein Zufall vielleicht, dass unser Zentrum für Buddhismusforschung, der LMU, eine Vorlesungsreihe zum Thema des Bildes in diesem Semester durchführt, im Juni und Juli im Alten Rathaus, und ich darf darauf hinweisen. Wenn ich nämlich die Anfangsfrage nach der Identität der Person Wolf Singer, vom Baby zum Wissenschaftler, etwas schmunzelnd zu stellen wagte, dann tat ich das auf dem Hintergrund meines Fachgebietes, der Buddhismusforschung. Denn dort trat vor 2500 Jahren ein Denker auf, der Buddha genannt wurde, der die Identität des Ich schlichtweg leugnete, aufgrund empirischer Selbstbeobachtung und der Analyse von Bewusstseinsfaktoren. Das Schein-Ich würde Bilder nach eigenen Wünschen projizieren, um sich selbst zu stabilisieren. In Wirklichkeit aber gäbe es kein Ich, das nicht zeitlich bedingte, selbstfabrizierte Konstruktion wäre. Und demzufolge verbot der frühe Buddhismus die Darstellung des Buddha in Bildern. Aber noch einmal, können wir ohne Bilder denken? Können wir ohne Bilder leben? Wenn Wahrnehmung und Handlungsreaktionen Resultate sich selbst determinierender Zusammenspiele von Innen- und Außenwelt des Gehirns sind, was ist dann Bewusstsein? Was vor allem wird aus dem sogenannten freien Willen, das heißt auch der Verantwortungs- und damit Rechtsfähigkeit der Person, des Individuums? Neugier als Verpflichtung, so lautet einer ihrer Beiträge in der FAZ von 1995. Wir kommen dieser Verpflichtung, Herr Singer, gern nach und sind gespannt. Liebe Christa Mahr, sehr verehrter Herr von Brück, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ihnen, meine Damen und Herren, zunächst vielen Dank fürs Kommen, denn ohne Ihr Interesse fände dieser Abend nicht statt. Ihnen, Herr von Brück, vielen Dank für diese schmeichelhaften Worte, die in mir zwei Assoziationen wachrufen. Die eine ist, es ist viel Zeit verstrichen, seit ich von München in die Diaspora gegangen bin. Und die zweite Assoziation ist, als ich unlängst einen Vortrag in Göttingen hielt im Rahmen einer Ringvorlesung über Bewusstsein, freien Willen und diese Fragen, die ich heute Abend nicht ansprechen werde, hat mir ein Diskussionsredner aus dem Publikum anschließend die Frage gestellt, wussten Sie, dass Sie Buddhist sind? Ich wusste es nicht. Das Thema heute Abend ist ein anderes. Ich habe lange darüber nachgedacht, was der Iconic Turn sein könnte. Und dann fiel mir auf, dass am 12. September des letzten Jahres die Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sich von allen anderen bisher dagewesen dadurch unterschied, dass auf der ersten Seite ein großformatiges Bild zu sehen war. Die FAZ hat sonst immer nur Text gebracht auf der ersten Seite. Und dieses Bild zeigte die brennenden Türme des World Trade Centers. Offenbar haben die Redakteure, die Verantwortlichen, gedacht, dass hier etwas mitzuteilen sei, was sich in Worten nicht fassen lässt. Und ich dachte, dass dies möglicherweise eines der Symptome des Iconic Turn sein könnte. Symptom für die Ablösung des Linguistic Turn, in dem das Primat des Wortes galt und der Übergang zum Bild als Kommunikationsmedium, dem offenbar mehr zugetraut wird als dem gesprochenen Wort. Es erinnert das ein bisschen an den klassischen Paragonestreit in der frühen Neuzeit, in der sich Künstler und deren Exegeten heftig bekämpft haben und mit der Frage auseinandergesetzt, ob denn das zweidimensionale flächige Bild oder aber die dreidimensionale Skulptur die Wirklichkeit treffender abzubilden vermöchte. Ich weiß nicht, wie dieser Streit ausgegangen ist. Ich weiß auch nicht, wie dieser erneute Turn ausgehen wird, aber ich möchte Ihnen etwas erläutern. Zunächst einige Anmerkungen zum Verhältnis Sprache-Bild, denn ich möchte die Sprache möglichst bald verlassen, da ich von ihr wenig verstehe. Offensichtlich sind Bilder der unmittelbaren Wahrnehmung genauso zugänglich wie alle wahrnehmbaren Objekte der dinglichen Welt, die uns umgibt. Bilder sind Gegenstände, ganz ähnlich wie dies für Klänge zutrifft, auch für Gerüche. Gerüche sind Objekte der Wahrnehmung. Kurzum, Bilder sind der primären unmittelbaren Wahrnehmung zugänglich. Darüber, dass sich auch bei unseren Wahrnehmungen es sich nicht um isomorphe Abbildungen einer möglichen Wirklichkeit handelt, wird anschließend noch ausführlich zu sprechen sein. Sicher scheint aber, dass die sprachliche Fassung von Wirklichkeit weiter entfernt ist vom Tatsächlichen als der unmittelbare Inhalt von Primärwahrnehmungen. Denn Sprache basiert auf abstrakten, symbolischen Codes, die ihrerseits Beschreibungen von Wahrnehmungsinhalten sind. Sprache bezieht sich also auf Inhalte unvermittelter Wahrnehmung, benutzt aber Symbole, die mit diesen Inhalten, weil abstrahiert, sicher nicht identisch sein können. Außer Frage steht, dass sprachliche Darstellungen, da sie abstrakte Repräsentationen verwenden können und sich auf eine mehr oder weniger differenzierte, syntaktische, regelbasierte Ordnung berufen können, in der Lage ist, logische Verknüpfungsnetze zu erstellen, die weitaus komplizierter sind, als das in der Primärwahrnehmung je möglich sein kann. Also für die Darstellung sehr komplexer, logischer Zusammenhänge eignet sich Sprache mit Sicherheit besser als Primärwahrnehmung. Dennoch entbehrt, zumindest nach unserem Empfinden, selbst das beste Argument der Überzeugungskraft des unmittelbar Wahrgenommenen. Vor allem, wenn der Inhalt dieser Wahrnehmung den intermodalen Konsistenztest besteht. Damit meine ich, wenn das Auge uns etwas über die Welt berichtet und wir uns dessen vergewissern können, indem wir es begreifen, dann besteht in der Regel kein Zweifel an der Realität dessen, was da draußen ist. Für die Dominanz des unmittelbar Wahrnehmbaren gegenüber dem reflektierten, in Sprache gefassten Bericht möchte ich Ihnen ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Geschichte geben. Und es wird zwei solcher Beispiele geben heute Abend.
Wir haben vor vielen Jahren unter der Anleitung von Hans Daucher, Kunstpädagoge hier in München an der Akademie, ein Symposium abgehalten zu dem Titel Lux et Lumen. Es ging um Kunst und Wissenschaft. Und nachdem wir 3 Tage miteinander akademischen Diskurs gepflegt hatten, hatte Daucher gesagt, und heute ist mein Tag und wir werden heute nicht sprechen, sondern den Vormittag nutzen, um gemeinsam ein Bild zu malen. Und die Regel war, dass wir nicht sprechen durften und nur Zugang zu Pinseln und Farbtöpfen hatten. Und wann es in uns aufstehen konnten und an diesem Bild irgendwelche Veränderungen vornehmen. Wir haben dann hart gearbeitet, 5-6 Stunden lang, und es entstand ein recht passables Bild, das viele Modifikationen durchlaufen hatte, bis es fertig war. Und dann haben wir am Nachmittag versucht, das, was am Vormittag passiert ist, zu reflektieren. Und das war ein Fehler. Denn wir hatten im Verlauf dieser gemeinsamen Malerei sehr, sehr klare Vorstellungen davon entwickelt, was die Motivationen, die Handlungsmotive derer waren, die da gezeichnet haben, welche Allianzen sich gebildet hatten, was die ästhetischen Werturteile waren, wo die Widerspenstigen saßen. Wir haben dann am Nachmittag versucht, dieses in Worte zu fassen, und dann wurde klar, dass das, was die einzelnen Maler, Hobbymaler, über ihre Strebungen und Motive berichtet hatten, überhaupt nicht zusammenpasste mit dem, was wir erlebt hatten. Und es war keine Frage, dass wir dem geglaubt hatten, was wir erlebt haben, und nicht dem, was berichtet wurde. Das unmittelbar Wahrgenommene scheint also höhere Glaubwürdigkeit zu besitzen als das sprachlich Vermittelte. Ich will mich jetzt der Frage zuwenden und die Sprache verlassen, ob die verschiedenen Sinnesmodalitäten, über die wir verfügen, sich im Hinblick auf ihre Überzeugungskraft unterscheiden. Mir scheint, dass die größte Verlässlichkeit wohl die haptische Wahrnehmung hat, also die taktile Erfahrung von Welt. Was wir greifen können, halten wir für real, und daher leitet sich wohl auch das Wort begreifen ab. Wir erfahren unseren Körper über dieses haptische System. Wir wissen über uns nur deshalb Bescheid, weil wir uns fühlen können, spüren können, begreifen können. Und auch Babys erfahren sich so zuerst. Sie erfahren und etablieren ihr Körperschema durch taktile Reize. Und es ist deshalb auch kein Zufall, dass die Orte im Gehirn, die das Körperschema repräsentieren, ihre Haupteingänge vom taktilen, vom propriozeptiven, wie wir sagen, System bekommen. Babys erfahren auch, dass die Welt um sie herum strukturiert ist, zunächst durch das Ertasten dieser Welt. Das Sehsystem justiert sich erst später an diesem Tastsinn. Ich will jetzt das Zweite, und dann werde ich Sie nicht weiter mit persönlichen Erfahrungen vertraut machen, ein Erlebnis berichten, das mir sehr deutlich gemacht hat, wie überzeugend haptische Erfahrungen sind. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal nach Amerika fliegen durfte und todmüde auf dem Rückweg nicht schlafen konnte im Flieger und bei dämmerigem Licht in meinem Stuhl saß, sah ich plötzlich ein paar Stuhlreihen vor mir einen Hummer von links nach rechts über die Gangway gehen. Und war überzeugt, dass ich jetzt eine Halluzination hätte und vermutlich verrückt geworden bin. Habe nicht gewagt, die Stewardess zu informieren, weil ich fürchtete, dass sie mich damals noch in München der Psychiatrie übergeben würde. Und habe nach Panikminuten schließlich den Mut gefasst, aufzustehen, hinzugehen und das anzulangen. Und es war ein quicklebendiger, kalter Hummer. Was ich damals nicht wusste, war, dass man am Logan Airport frische Hummer kaufen kann, die da im Bassin schwimmen, die werden in Styropor verpackt, auf Eis gelegt, und dieser entkam. Und seitdem weiß ich, dass man auch das Unwahrscheinliche zu glauben bereit ist, wenn das visuelle System und das haptische System zum gleichen Schluss kommen. Dem visuellen System alleine hätte ich nicht getraut. Nun, auf der Verlässlichkeitsskala der Fernsinne, wenn man das Haptische jetzt zur Seite legt, folgt vermutlich als nächstes der Gesichtssinn, zumindest bei Primaten. Warum? Weil er dem Haptischen am nächsten kommt. Da auch der Gesichtssinn in der Lage ist, die Welt so zu repräsentieren, dass sie im Prinzip auch begriffen werden könnte. Der Gesichtssinn ist in der Lage, Objekte präzise zu identifizieren, in ihrer dreidimensionalen Gestalt darzustellen, genau Auskunft über ihre Lage im Raum zu geben und ihre Bewegung zu dekodieren. Das heißt, was man sieht, kann man im Prinzip auch begreifen. Zwischen diesen Sinnen, dem haptischen und dem Sehsinn, kann also der oben angeführte Kongruenz- oder Stimmigkeitstest besonders leicht durchgeführt werden. Und so verwundert es auch nicht, dass Bilder von der Wirklichkeit, gemalte Bilder, Abbilder, Fotografien,
die ja nichts anderes auf der Netzhaut des Auges erzeugen als die Wirklichkeit selbst, nämlich eine zweidimensionale Helligkeitsverteilung, uns fast genauso überzeugend vorkommen wie die Wirklichkeit selbst. Denn man muss sich vergegenwärtigen, dass ein gut gemaltes Bild natürlich auf der Netzhaut genau denselben Eindruck erzeugt wie die Wirklichkeit selbst. Für die Fotografie gilt das in ganz besonderem Maße. Es werden also gut gemalte Bilder für wirklich genommen. Jetzt will ich mal sehen, hier ist noch irgendein... ja, ich habe hier ein Bild, das Sie noch nicht haben. Jetzt, ja. Also um dieses Auge der Vorstellung geht es natürlich. Ich habe Ihnen ein paar Trompe-l'œil-Malereien mitgebracht, die sehr schön deutlich machen, dass man durch kunstfertiges Abbilden von Wirklichkeit auf der Netzhaut des Auges Bilder erzeugen kann, die wir fast für wirklich nehmen. Man hat Lust, wenn man in der Nähe solcher Bilder ist, das, was da dargestellt ist, auch wirklich zu begreifen. Und ich werde das gleich noch weiter ausführen. Ich habe Ihnen einfach so ein paar Exemplare mitgebracht. Wenn die Einbettung so gelungen ist, dass man nicht argwöhnt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn kein Rahmen drum gezeichnet wird, dann fehlt nicht viel und man möchte so einen Zettel aus dieser Pinboard nehmen, obgleich er nur gemalt ist. Hier schreckt man fast zurück, weil man den jungen Herrn nicht stören will, wenn er da aus dem Fenster hüpft. Das kennen Sie alle. Hier muss sogar noch dazu geschrieben werden, dass es eben nicht eine wirkliche Pfeife, sondern eine reproduzierte ist. Und das ist ganz besonders hinterhältig, auch Magritte. Hier ist auf einer Staffelei ein Bild gemalt, das seinerseits wieder ein Fenster darstellt, durch das man durchschauen kann und schließlich eine Wirklichkeit dahinter entdeckt. Ich habe die mitgebracht, um zu verdeutlichen, was man mit Malerei alles machen kann, zum Teil mehr, als man mit Fotografie erreichen kann. Nun, ja, lasse ich lieber den Magritte so lange stehen. Den Gesichtssinn zeichnet ferner noch aus, dass er in der Lage ist, andere Organismen, Mitmenschen, Tiere, also deren Körper, in seiner Dynamik, in seiner Ausprägung relativ präzise erfahrbar zu machen und damit es dem Betrachter zu ermöglichen, durch Auswertung von Mimik, Gestik, Bewegung, Eleganz, Körperbau, Rückschlüsse zu ziehen auf die Gestimmtheit, aber auch auf die Wesenheit der Person. Und ist damit zu einem ganz ungeheuer wichtigen Kommunikationsmittel geworden beim Aufbau von sozialen Strukturen. Das Gehör erlaubt uns nur, über den anderen Auskunft zu bekommen, über diese nicht sprachlich vermittelbaren Eindrücke, indem man die Prosodie der Sprache ausnutzt und daraus schließen kann, ob jemand ängstlich gestimmt ist oder entschlossen ist oder aufgeregt. Aber es scheint uns dies nicht zu genügen, denn wenn wir jemanden übers Telefon kennengelernt haben, abgesehen davon, dass der Bandpass so eng ist, dass man fast nichts wirklich an diesen Schwebungen mitbekommt, reicht es uns nicht. Wir wollen in der Regel, um jemanden kennenzulernen, ihm gegenüberstehen, wir wollen unseren Gesichtssinn einsetzen, um all diese nicht verbalen Kommunikationskanäle mit ausnutzen zu können, die uns das Sehsystem eröffnet. Auf die neurobiologischen Besonderheiten des Sehsystems komme ich dann gleich nochmal ausführlich zu sprechen. Ich denke, dass als nächste Modalität auf der Verlässlichkeitsskala zumindest bei Primaten das Gehör folgt. Bei Fledermäusen und Nachteulen mag das anders sein, weil die mit ihrem Gehör tatsächlich Formen und Objekte erkennen können und genau lokalisieren. Aber wer von uns weiß schon, um mit dem amerikanischen Philosophen Nagel zu sprechen, ein analytischer Philosoph, how it feels to be a bat, gibt einen Artikel dazu, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Und der kommt zum Schluss, wir wissen das natürlich nicht. Das Gehör vermag im Vergleich zum Gesichtssinn räumliche Zuordnungen nur sehr unvollkommen aufzulösen. Wir können uns mit dem akustischen System zwar grob orientieren, aber nicht sehr präzise. Die Domäne des auditorischen Systems, und deshalb haben wir es wahrscheinlich auch benutzt, um unsere Sprache zu kodieren, die ja ein serieller Prozess ist, ist die Kodierung serieller Vorgänge in einem relativ niedrigdimensionalen Kodierungsraum der Rhythmen und der Tonhöhen. Viel mehr ist da nicht. Und das drückt sich auch in der Implementierung des Sinnesorgans aus. Wir haben etwa 80 oder 60.000 Haarzellen in der Schnecke des Ohres, um Tonhöhen zu kodieren, während wir in jedem der beiden Augen über mehr als 1 Million Fotorezeptoren verfügen. Die Natur treibt also schon sehr viel mehr Aufwand, zumindest bei Primaten, auf der Ebene der Rezeption von visuellen Signalen.
Ich wollte Ihnen zwei Beispiele vorstellen, die das Primat des Gesichtssinns über das Gehör, zumindest bei Primaten und Menschen, sehr deutlich machen. In unserem Gehirn gibt es topologische Karten, die den Raum um uns herum abbilden. Und diese Karten werden vom Sehsystem versorgt, aber sie werden auch vom auditorischen System versorgt. Diese Karten müssen präzise kongruent sein, denn wenn wir rechts hinten einen Hund wahrnehmen und das Gebell käme von links vorne, würde uns das in Verwirrung bringen. Das heißt also, es muss die Ortung, die akustische Ortung mit der visuellen Ortung präzise übereinander zusammenpassen, muss kongruent sein. Nun, das ist kein triviales entwicklungsbiologisches Problem, weil diese Karten sich unabhängig entwickeln und aufeinander angepasst werden müssen. Und das erfolgt qua Erfahrung. Man probiert das aus. Babys lernen das mit der Zeit. Nun kann man sich fragen, wer passt sich an wen an? Die akustische Karte an die visuelle oder umgekehrt? Tatsache ist, dass die Natur zuerst die visuelle Karte festlegt und dann die akustische anpasst. Woraus man deutlich sehen kann, dass die größere Verlässlichkeit dem Sehsystem zugeschrieben wird und das Akustische sich einfach anpassen muss. Ein zweiter Effekt, den Sie alle kennen, der mit dem gleichen Primat des Sehsystems zu tun hat, ist der Bauchredner-Effekt. Wenn ich es vermöchte, das zu sprechen, was ich tue, ohne meine Lippen zu bewegen und die Bewegungen, die notwendig sind, um das zu sagen, was ich sage, irgendwo hier draußen zu machen, dann würden Sie den zwingenden Eindruck haben, meine Sprache käme von hier, weil Ihr System, das Gehirn, nach Kongruenz sucht zwischen den Modalitäten und interpretativ die Herkunft der Sprache dem motorischen Akt zuordnet. Und diese Kontingenz so stark ist, dass tatsächlich der Sinneseindruck, der ja eigentlich sagen müsste, die Sprache kommt von hier, was mit Mikrofonen ohnehin nicht geht, so verändert wird, dass man tatsächlich das Gefühl hat, die Sprache käme von da. Auch das zeigt das Primat des visuellen Eindrucks über den auditorischen. Ich will den Geruchssinn außen vor lassen, obwohl er auch sehr interessant ist, weil er direkt Zugang zu emotionssteuernden Strukturen im Gehirn hat, unter anderem, weil er in der medialen Welt bis jetzt, Gott sei Dank, vielleicht noch nicht Berücksichtigung gefunden hat, vielleicht aus technischen Gründen. Ich will mich vielmehr jetzt der Frage zuwenden, ob diese unterschiedlichen Positionen in der Überzeugungsskala unsere Sinnessysteme ihre neurologischen oder neurobiologischen Entsprechungen haben. Und hier interessiert vor allem natürlich die Organisation unserer Sinne auf der Ebene der Hirnrinde, denn das ist die Struktur, die für diese kognitiven Leistungen verantwortlich ist. Und Sie hatten es schon gesehen, hier ist ein Bild der Hirnrinde. Ich bin angehalten worden, mich nicht zu oft umzudrehen. Der kleine etwas abgedunkelte Bereich. Naja, ich versuche das jetzt eben mit den Worten, was mir mit dem Bild nicht gelingt. Dieser dunkle Rand, den Sie auf diesem Bild sehen, das ist die Hirnrinde. Ein 2 mm dünner Mantel, dicht gepackt mit Nervenzellen, etwa 60.000 in einem Kubikmillimeter. Jede spricht mit etwa 20.000 anderen und bekommt von ebenso vielen ihre Informationen, wobei die können Sie den Pfeil sehen? Na, wunderbar. Wobei die Nervenzellen mit ihren unmittelbaren Nachbarn sprechen können, aber auch mit Nervenzellen, die weit entfernt in anderen Bereichen liegen. Das Weiße hier sind die Kabel, die diese Verbindungen herstellen. Und wir haben in einem Kubikmillimeter Großhirnrinde etwa 6 Kilometer Kabel verlegt. Das Faszinierende an der Großhirnrinde ist, dass ihre interne Struktur in allen Bereichen, ob sie sich mit dem Sehen, Hören, Riechen, Gedanken machen, Sprechen befassen, nahezu identisch sind, was darauf hinweist, dass die Verarbeitungsprozesse, die darin ablaufen, auch nahezu identisch sind. Das heißt, es wird hier offenbar ein sehr mächtiger Verarbeitungsalgorithmus realisiert, der zur Bearbeitung beliebiger Informationen verwendet werden kann. Großhirnrindenbereiche unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktion hauptsächlich dadurch, dass sie unterschiedliche Eingangsinformationen bekommen. Der Teil, der Eingangsinformationen vom Auge bekommt, befasst sich halt mit dem Sehen, der Teil, der Informationen vom Ohr bekommt, halt mit dem Hören. Aber die Verarbeitung der neuronalen Signale ist in all diesen Arealen offenbar erfolgt nach gleichen Prinzipien. Das ist wichtig festzuhalten und hat interessante Konsequenzen im Hinblick auf die Emergenz höherer kognitiver Funktionen, auf die ich heute Abend aber nicht eingehen kann. Natürlich ist es möglich,
die Hirnrindenareale nach funktionellen Kriterien und auch nach feinanatomischen Kriterien ein bisschen voneinander zu unterscheiden. Und der Fachmann kann dann etwa 100 verschiedene Hirnrindenareale beim Menschen voneinander unterscheiden, die unterschiedliche Funktionen haben. Und wenn man dies tut, dann findet man, dass im Primatenhirn und auch im Gehirn von Menschen der weitaus größte Anteil der mit der Verarbeitung von Sinnesinformationen befassten Areale zum Sehsystem gehört. Alles, was hier so von dieser Kreisbewegung umfasst wird, im Okzipitallappen bis hinaus, im Temporallappen bis hier runter und auch hier im Parietallappen in dieser Gegend, das hat alles mit dem Sehen zu tun. Dieser Bereich hier mit Nummer 5 beschrieben, vermittelt die haptischen Informationen und die Signale aus dem Körper. Hier werden motorische Programme in Nummer 4 erstellt, hier werden sie in Nummer 6 vorbereitet. Beim Menschen läge hier, wenn das die linke Hemisphäre wäre, was sie ist, das Wernicke-Sprachzentrum, also hier irgendwo ist der auditorische Kortex, der die Afferenzen vom Ohr bekommt. Hier liegen dann bei Menschen Strukturen, die mit der Sprachdekodierung befasst sind. Hier Strukturen im sogenannten Broca-Zentrum. Kann man den Pfeil sehen, in dem Sprache produziert wird und wohl auch die syntaktischen Strukturen erzeugt werden. Hier vorne sind Kurzzeitspeicherprozesse realisiert. Und hier unten in dieser orbitofrontalen Gegend, im Präfrontalhirn, eine Gegend, die es bei Primaten noch nicht, also bei nichtmenschlichen Primaten kaum gibt, da werden Informationen niedergelegt, die man im Lauf seiner frühen Entwicklung aus der Umwelt enthält. Das ist wichtig hier für die Einbettung in soziale Gefüge. Hier residiert das schlechte Gewissen oder, wenn Sie so wollen, der kategorische Imperativ. Was nun bemerkenswert ist am Sehsystem und auch wieder die Nähe zum Haptischen nahelegt, und das zeigt sich wohl am besten hier an dieser Darstellung. Hier ist das Gehirn eines Makaken entfaltet worden und die Hirnrindenareale sind jetzt alle flach gebügelt, diese Gyri und Sulci sind ausgeglichen und in Farbe dargestellt sind all die Areale, die sich mit dem Sehen befassen. Und Sie sehen, welch großer Anteil des Gehirns mit dem Sehen befasst ist schon bei Affen und bei uns ist das noch mehr ausgeprägt. Hier vorne ist alles mehr mit exekutiven Funktionen befasst, sodass für die restlichen Funktionen Hören, Riechen, Schmecken und Tasten nur noch relativ wenig Platz bleibt. Und übrigens auch für die Produktion und Rezeption von Sprache ist relativ wenig Platz reserviert in unseren Gehirnen. Das Sehsystem beansprucht weitaus den meisten Platz und ist interessanterweise in zwei parallele Systeme unterteilt. In einen sogenannten ventralen Verarbeitungspfad, das ist der hier runter zum Temporalkortex, und einen dorsalen Pfad, von dem man hier nicht viel sieht, weil er sehr stark in den Vertiefungen versteckt ist. Aber wenn man das ausbreitet und ausbügelt, dann ist es dieser Pfad hier entlang. Und die unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktion sehr deutlich. Der ventrale Pfad ist damit befasst, Objekte zu identifizieren. Und der dorsale Pfad ist damit befasst, den Ort von Objekten im Raum und deren Bewegung zu dekodieren und vor allen Dingen auch die Form von Objekten so weit zu erfassen, wie das erforderlich ist, um sie begreifen zu können. Beispiel, wenn in dem ventralen Pfad, der für Objektidentifikation zuständig ist, Läsionen auftauchen, also Störungen etwa, das ist dieser Bereich da unten, dann sind die Patienten nicht in der Lage, Objekte, die sie sehen, zu erkennen und zu benennen. Und sie wissen nicht, was das ist. Wenn in dem dorsalen Pfad, aber sie sind ohne weiteres in der Lage, sie zu greifen, griffsicher die Hand vorzubereiten auf das Objekt und es zu manipulieren und dann erkennen sie es meistens auch und können es adäquat verwenden. Wohingegen Läsionen im dorsalen Pfad zu sogenannten visuellen Ataxien führen. In dem Fall können die Patienten ohne weiteres erkennen, es handelt sich um ein Wasserglas und ist Wasser drin und können es wunderbar beschreiben. Aber wenn sie es greifen sollen und austrinken, dann gelingt ihnen das nicht. Sie langen daneben, die Hand ist ungeschickt angepasst. Das heißt, ein Großteil des Sehsystems wird dafür verwendet, die Motorik darauf vorzubereiten, eine gezielte Greifbewegung zu machen. Und wie eng das Wahrnehmen, das visuelle Wahrnehmen mit dem Vorbereiten von Motorik in Verbindung steht, sieht man daran, und das kann man natürlich nur im Tierversuch wirklich gut untersuchen, obwohl es mittlerweile auch mit bildgebenden Verfahren bei Menschen auch geht, wenn ein Primat wach ein Objekt vor sich sieht, das in greifbarer Nähe ist, dann findet man, dass Nervenzellen in den exekutiven Strukturen und die zum Teil die fließend übergehen in die visuellen Strukturen,
in genau der gleichen Weise aktiv werden, wie sie aktiv werden würden, wenn das Tier tatsächlich dorthin griffe und einen Präzisionsgriff ausführte. Nur, dass es nicht zur Exekution kommt, weil inhibitorische Einflüsse verhindern, dass die Bewegung tatsächlich ausgeführt wird. Aber sie wird allein schon durch das Betrachten eines Objektes so weit vorbereitet, dass sie ausgeführt werden könnte. Und das kann so weit gehen, und das sind die berühmten Spiegelneurone, die von Rizzolatti vor etwa 10 Jahren entdeckt worden sind, dass solche Nervenzellen sogar dann aktiv werden, wenn der Primat einem anderen, kann auch der Versuchsleiter sein, zuschaut, wie der eine bestimmte Greifbewegung macht. Und zwar eine ganz spezifische Greifbewegung. Das heißt also, wir bereiten erstens, wenn wir schauen, schon alle motorischen Reaktionen vor, die wir bräuchten, um das Gesehene in Taten umzusetzen. Und zweitens, selbst wenn wir andere betrachten, die etwas tun, bereiten wir unser motorisches System durch visuelle Betrachtung so weit vor, dass es diese Bewegungen nachzuahmen bereit ist. Wir alle wissen, wenn man kleine Babys dazu bringen will, doch endlich den Löffel mit der gelben Rübe zu essen, dass man dann den Mund weit aufsperrt und dann den Löffel schiebt und dann man nutzt dann just genau dieses aus, die Umsetzung visueller Wahrnehmung in Motorik. Nun darf diese scheinbare Verlässlichkeit des Sehsystems nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsere Wahrnehmungen natürlich Konstrukte unseres Gehirns sind und damit subjektiv und täuschbar. Wir nehmen wahr, was wir erwarten wahrzunehmen, und ich werde das noch weiter ausführen. Unsere Wahrnehmungen sind in keiner Weise isomorphe Abbildungen irgendeiner denkbaren Wirklichkeit draußen. Und dazu einige Beispiele von Täuschungen, die Sie vielleicht alle schon ein bisschen kennen. Wenn Sie hier das von Ihnen aus gesehen, das ist das Problem mit der Raumkonstanz, linke Bild, das muss ja gleich bleiben, sehen, dann haben Sie hier wahrscheinlich den Eindruck, dass es sich hier so um aus der Bildebene hervortretende Halbschalen handelt, die einen Schatten unten haben. Während Sie hier, ich weiß nicht, wie gut die Reproduktion geht, man den Eindruck hat, es seien konkave Höhlungen. Die beiden Bilder sind identisch, nur dass das eine auf dem Kopf steht. Warum wir das linke als eher konvex und das rechte als eher konkav wahrnehmen, liegt daran, dass wir die Vorannahme machen, dass Licht von oben kommt und deshalb dort, wo Schatten unten sind, etwas herausstehen muss und dort, wo Schatten oben sind, etwas nach innen gewölbt sein muss. Eine Vorannahme, die sicher evolutionsgeschichtlich berechtigt ist, in unserer modernen Welt nur noch bedingt zutrifft. Aber wir sind so gebaut, dass wir diese Annahme treffen. Und diese Annahme wiederum legt fest, wie wir wahrnehmen. Ein ähnliches Beispiel ist hier, wenn Sie sich nur mal auf das links oben konzentrieren. Hier werden die meisten von Ihnen wahrscheinlich ein blaues Quadrat sehen, das sich in der Helligkeit deutlich abgrenzt vom Hintergrund und hier über roten Kreisscheiben liegt und diese partiell verdeckt. Nun, in Wirklichkeit ist das nicht so. Wenn man hier physikalische Messungen anstellte, gäbe es hier keine Grenzen. Wir haben Kreissegmente, aber unser Sehsystem macht die Inferenz, dass die wahrscheinlichste Lösung dieser Konstellation von Konturen natürlich ist, dass es sich hier um intakte ganze Kreisscheiben handelt, denn unser System strebt immer nach Kohärenz, nach runden, guten Formen und dass man die nur deshalb nicht vollständig sehen kann, weil was drüber liegt. Und die einfachste Lösung des Darüberliegens ist ein Quadrat. Also synthetisiert unser System den visuellen Eindruck eines Quadrates, das gar nicht da ist. Dasselbe ist hier unten mit dem Dreieck der Fall. Hier gibt es kein Dreieck, das die Kreisscheiben zudeckt. Das ist konstruiert. Diese Täuschung kennen Sie alle. Vorannahme, dass was weiter weg ist, kleiner sein muss. Die beiden Striche sind gleich groß. Wir sehen sie aber als verschieden. Und das auf einem zweidimensionalen flächigen Bild, das ist schon erstaunlich. Noch erstaunlicher finde ich die hier, weil diese zwei kleinen da vorne, die haben die gleiche Größe wie dieses Pärchen da hinten. Und das möchte man fast nicht glauben, aber wenn man es nachmisst, ist das so. Selber Grund, Inferenz, und weil nichts sein kann, was nicht sein darf, nehmen wir das eben so wahr, wie wir es wahrnehmen, obwohl es nicht der physikalischen Wirklichkeit entspricht. Man kann das Sehsystem sogar zwingen, Unmögliches wahrzunehmen, Welten zu konstruieren, die keine natürliche Entsprechung haben können. Hier geht es ständig bergab, wie man an diesen Stufen tadellos sieht. Aber wenn man, Sie können nicht sehen, was ich hier tue. Also hier geht es bergab und da geht es bergab und
Da geht es bergab, wenn man das für sich betrachtet. Aber insgesamt geht es offenbar nach oben, denn der Wasserfall fällt von oben nach unten. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier nutzt ein Künstler aus, dass man das Seesystem in die Irre führen kann. Und hier ist das noch viel fürchterlicher. Ja, Escher. Nun, es gibt auch neurobiologische Hinweise für diese konstruktivistische Natur der Wahrnehmung. Es gelingt mittlerweile mit Hilfe bildgebender Verfahren festzustellen, wo im Gehirn was aktiv wird, wenn die Versuchsperson sich etwas vorstellt oder wenn sie tatsächlich was sieht oder wenn sie nachdenkt, Kopf rechnet, sich was im Kurzzeitspeicher merkt und so weiter. Nun kann man untersuchen, was der Unterschied der Aktivierung im Gehirn ist, wenn sich eine Versuchsperson etwas nur vorstellt mit geschlossenen Augen, versucht das so konkret wie möglich hinzubekommen, oder die Augen öffnet und das Objekt tatsächlich sieht. Man kann dann die beiden Bilder miteinander vergleichen, die Aktivitätsverteilungen, und kommt dann zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass fast alle Hirnrindenareale, die bei der Vorstellung aktiv werden, auch bei der Wahrnehmung aktiv werden oder umgekehrt. Nur die hier knallrot eingefärbten, kann das nicht so, ja, also die ganz wenigen ein, zwei Areale hier im Hinterhabslappen, die werden nur aktiv, wenn die Versuchsperson ein Objekt tatsächlich mit offenen Augen sieht, während alle anderen in gleicher Weise aktiv werden, wenn sich die Versuchsperson das gleiche Objekt lediglich vorstellt. Das zeigt schon, wie nahe Vorstellung und Wahrnehmung aneinander rücken. Und im pathologischen Fall, wie bei halluzinatorischen Wahrnehmungen, bei schizophrenen Patienten zum Beispiel, verschmelzen diese Grenzen ja vollständig. Die Patienten generieren Aktivität selbst und nehmen diese selbstgenerierte Aktivität als Signale aus einer realen Welt wahr. Und nun kann man mit Hilfe der gleichen bildgebenden Verfahren untersuchen, wo diese Patienten im Gehirn aktivieren, wenn sie halluzinieren. Und hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht von einer Studie, die wir in Frankfurt durchgeführt haben vor 2 Jahren. Bei halluzinierenden schizophrenen Patienten, die noch gesund genug sind, um solche Versuche mitzumachen und auf Tasten drücken können, wenn sie diese Stimmen hören, von denen sie überzeugt sind, dass sie real sind und von draußen kommen, von denen sie aber mit der Zeit gelernt haben, dass es ihr Problem ist und nicht tatsächlich draußen ist, kann man nun schauen, wo aktivieren die im Gehirn, wenn sie diese Stimmen hören? Und wie unterscheidet sich das von Erregungsbildern, wenn tatsächlich gesprochen wird? Man findet zunächst, wie man erwarten würde, dass in allen höheren Hirnrindenarealen, die auch bei Vorstellung stummer Sprache, wenn wir stumm sprechen, aktiv werden, die werden bei diesen Patienten auch aktiv. Aber es wird noch ein zusätzliches Areal aktiv, nämlich dieses hier, das ist in der linken Hemisphäre in dem Fall, also in der sprachdominanten Hemisphäre bei den Patienten. Wir hatten 2 Rechtshänder, die hatten das links und ein Linkshänder, der hatte das rechts dann. Wird die primäre Hörrinde mit aktiv, also der Bereich der Hirnrinde, der direkt vom Ohr die Signale bekommt. Was bei Gesunden niemals vorkommt, wenn die sich Sprache stumm vorstellen, dann wird die primäre Hörrinde nie mit aktiviert. Bei diesen Patienten schlägt offenbar die Aktivität von höheren Hirnrindenarealen durch bis auf dieses primäre Areal. Und wie stark das ist, kann man hier sehen. Jedes Mal, wenn hier ein Haar steht, ist es ein Bereich, ein Zeitrahmen, in dem die Halluzinationen auftreten. Und Sie sehen an der Zunahme des Signals, hier ganz besonders deutlich bei dieser langen Halluzination, dass jedes Mal hier in diesem Bereich Hirnaktivität auftritt, die ganz ähnlich ist wie in diesem Fall hier, wo real gesprochen wird. Hier werden wirklich Worte angeboten über Kopfhörer. In dem Fall werden beide Seiten aktiviert, weil die Hörrinde von beiden Ohren versorgt wird, während hier nur eine Seite aktiviert wird, weil das selbstgenerierte Aktivität ist. Und hier sind die Antworten auf reale Sprache, die ganz genauso ausschauen wie die hier, die selbst generiert werden. Offenbar ist es also so, dass das Gehirn als Realaktivität dann wahrnimmt, wenn primäre Areale mit aktiviert werden, auch wenn die Aktivität gar nicht von draußen kommt, sondern von innen selbst erzeugt wird. Und da stellt natürlich die interessante Frage, wie das Gehirn überhaupt weiß, ob und wann etwas, was es wahrnimmt und rekonstruiert hat, zutrifft und stimmig ist. Eine Antwort haben wir schon. Offenbar nehmen wir dann Inhalte für real, wenn Aktivität in primären sensorischen Arealen auftritt. Aber das garantiert natürlich noch lange nicht, dass das Wahrgenommene mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Woher nimmt das Gehirn die Sicherheit, dass das, was es wahrnimmt, auch tatsächlich mit dem übereinstimmt, was die Sinnesorgane hereinbringen?
Wir wissen, dass es im Gehirn Systeme gibt, die sich mit der Bewertung hirninterner Zustände befassen. Die sind hier in rosarot eingefärbt. Das sind Systeme, die zum limbischen System gehören, stammesgeschichtlich relativ alt. Und denen obliegt es offenbar, die verteilten Aktivitäten im Großhirn zu sammeln und festzustellen, ob das, was dort passiert, konsistent ist, ob das Sinn macht. Bloß, was sind die Kriterien für diese Sinnzuschreibung? Und wir haben überhaupt keine Antwort auf diese Frage. Es muss irgendwie möglich sein, aus den Aktivitätsmustern, die ja nichts anderes sind als verteilte neuronale elektrische Entladungen, die bestimmte raumzeitliche Muster erzeugen, die oder hier die, den Weizen vom Spreu sondern zu können, zu wissen, das sind konsistente Bilder, Erregungsmuster und die hier taugen nichts. Wir müssen sowas können, denn wir wissen ja, dass wir beim Nachdenken irgendwann mal zu der Entscheidung kommen, jetzt stimmt's, oder wenn wir ein Bild betrachten, sagen, jetzt haben wir das richtig interpretiert, oder wenn wir eins malen, jetzt ist fertig, jetzt ist es das, was ich haben will. Was sind die internen Kriterien, die uns befähigen, dies zu tun? Wir wissen es nicht. Vermutungen sind, dass es einmal als Konsistenzbeweis gilt, wenn das, was über die Sinnessignale geliefert wird, zusammenpasst mit dem Vorwissen, das das Gehirn bereits über die Welt hat. Hirne haben natürlich eine ungeheure Menge von Wissen über die Welt, schon wenn sie auf die Welt kommen. Denn im Laufe der Evolution ist ja sehr viel Wissen über die Welt angesammelt worden durch Versuch und Irrtum. Wissen, das dann in die Gene gelangt und über die Gene dann durch Hirnstrukturen exprimiert wird in Verarbeitungsstrukturen und damit in Vorwissen. Unsere Hirne sind hochdifferenziert aufgrund des genetischen Bauplans und in dieser Differenziertheit, in der Verschaltung, liegt Wissen über zweckmäßige Verrechnungsoperationen, über das So-Sein der Welt, in der wir uns bewegen. Das ist das eine Wissen. Dann ist natürlich noch das Erfahrungswissen, das im Laufe der Entwicklung dazukommt. Und es könnte sein, dass dann, wenn das, was von draußen reinkommt, mit dem, was schon gewusst wird, über, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gewusst wird, über das So-Sein der Welt, wenn das in Deckung gerät, dass wir dann das Gefühl haben, das stimmt. Ich hatte Ihnen vorhin schon Beispiele gebracht, dass intermodale Konkurrenz natürlich ein ganz zwingendes Argument dafür ist, dass etwas vermutlich stimmt. Wenn der Geruchssinn und der Gehörsinn und der Sehsinn und der taktile Sinn alle zum gleichen Ergebnis kommen, dann stimmt es wahrscheinlich. Das ist gut, bedeutet aber auch, dass das System extrem vulnerabel ist hinsichtlich seiner Täuschbarkeit. Denn wenn es gelingt, durch künstliche Verfahren oder manipulative Verfahren eine artifizielle Konkurrenz verschiedener Sinnessignale zu erzeugen, dann hat das Gehirn überhaupt keine Chance herauszufinden, dass es getäuscht worden ist. Und das wird ja mittlerweile mit Systemen, die virtuelle Realität erzeugen, auf virtuose Weise bewiesen. Ein Pilot, der in so einem Flugsimulator sitzt, der hat visuelle Eindrücke ganz so, als flöge er, der kriegt die Bewegungsreize so mit, als flöge er, der hört die Geräusche so, als säße er in einem Flieger und der hat die haptischen Vibrationen genauso, wie er das im Flieger auch kennt. Und nach wenigen Sekunden vergisst er, dass er im Grunde auf der Erde sitzt und keiner Gefahr ausgesetzt ist. Und wir alle kennen diese starken Effekte, die man auch in IMAX-Kinos gelegentlich bekommen kann, wenn mehrere Sinnesmodalitäten konkurrent das Gleiche behaupten, dann lässt man sich überzeugen, dass dem so ist. Und das wird natürlich von der medialen Welt maximal genutzt, sofern es geht, indem man versucht, Bild und Wort konkurrent zu bekommen. Das Fernsehen hat noch einen zusätzlichen Trumpf, in dem es auch noch die Bewegungen und das Wort und die Farbe und die Erscheinung, die Dynamik von realen Menschen einbringen kann. Und damit können natürlich nicht nur sehr starke Evidenzerlebnisse erzeugt werden, sondern es kann natürlich auch ein ungeheures Täuschungspotenzial genutzt werden. Und seit wir über digitale Bildverarbeitung verfügen und wir alle wissen, was man mit Photoshop machen kann, entsteht da, glaube ich, ein Problem, weil wir immer noch archaisch glauben, was wir sehen und uns viel zu wenig klar machen, dass das, was wir sehen, mannigfach manipuliert sein kann. Ich vermute, dass die immer häufiger werdende Erfahrung, dass wir über unseren doch so verlässlichen Gesichtssinn getäuscht werden können, zunehmend Skepsis erzeugen wird und dass es ebenso offensichtlich wird für uns, wie es ist, dass unser Gesichtssinn nicht trügt, dass wir eben deshalb getäuscht werden können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was wir im Augenblick als Iconic Turn erleben,
irgendwann mal in absehbarer Zeit, wenn nicht selbstkritisch hinterfragt wird, was wir mit den Bildern tun, in einen iconic Turndown verwandelt werden könnte. Doch jetzt will ich mich der Frage zuwenden, wie Sinnessignale zur Wahrnehmung kommen, also zum eigentlichen Thema, wie man vom Bild auf der Netzhaut zur Wahrnehmung im Gehirn kommt. Also die Frage der neuronalen Organisation des inneren Auges. Nun, wenn man seine Intuition fragt, wie das möglicherweise geschehen könnte, dann kommt man, glaube ich, sehr schnell zu dem Schluss, dass es irgendwo im Gehirn ein Koordinationszentrum geben müsste, auf der Spitze der Verarbeitungshierarchie, in dem alle Informationen, die über die Sinnessignale, Sinnessysteme gesammelt wird, zusammenläuft, um dort einer einheitlichen Interpretation zugeführt zu werden. Das wäre dann der Ort, wo ein kohärentes Bild der Welt entsteht, wo Riechen, Hören, Fühlen, Sehen, alles zusammengeführt wird. Das wäre der Ort, wo Entscheidungen fallen, das wäre der Ort, wo Bewegungen programmiert werden, das wäre auch der Ort, wo das Ich letztlich Ich sagt. Nun, so die intuitiv plausibelste Lösung des Wahrnehmungsproblems von Descartes hier grafisch festgehalten und uns in unserem Vorgehen viele Jahrzehnte bestimmt habend. Nun wissen wir allerdings heute, dass uns die Intuition in diesem Fall ganz fürchterlich getäuscht hat, denn die Organisation des Gehirns sieht ganz anders aus. Sie hatten da schon ein bisschen erahnen können bei der Beschreibung des Sehsystems, dass es hier offenbar verschiedene Verarbeitungspfade gab, die ganz unterschiedliches tun und in Wirklichkeit nirgendwo wieder richtig zusammenkommen. Das eine macht Bewegungen und das andere identifiziert Objekte. Dieser Graph, den man nicht besonders gut sehen kann, aber Sie müssen sich ja keine Details merken hier, der stellt das Verschaltungsdiagramm von Großhirnarealen eines Katzenhirns dar, und zwar nur der Großhirnareale, die sich mit dem Sehen, die sich mit Sensorik befassen. Jeder schwarze Punkt hier steht für eines dieser Hirnrindenareale, die hier unten befassen sich mit dem Sehen, die hier mit dem taktilen Sinn, hier drüben die paar wenigen mit dem Hören, und hier sind die Areale, die sich mit der Bewertung der in diesen sensorischen Zentren erarbeiteten Inhalten befassen, Areale des limbischen Systems, die wertende Konnotationen den in den peripheren Arealen erarbeiteten Inhalten zufügen. Also wenn die hier rauskriegen, dass es sich um ein Gesicht handelt, dann ist es die Aufgabe von denen da oben festzustellen, ob das vorgestimmt ist, gefährlich oder harmlos. Die vielen Verbindungen, die Sie hier sehen, sind mächtige reziproke neuronale Verkopplungen, die diese Hirnrindenareale miteinander verbinden. Und in jedem dieser Areale sind Milliarden von Nervenzellen, die alle miteinander reden. Und wenn man irgendeine Zelle hier befragte, von wem sie ihre Informationen bekommt, dann würde man finden, dass sie 80-90%, manchmal sogar 100% der Signale, die es erhält, von anderen Neuronen in anderen Hirnrindenarealen bekommt. Das ist ein System, das sich hauptsächlich mit sich selber beschäftigt, hauptsächlich mit sich selber spricht, in das die Umwelt lose über die Sinnessignale eingekoppelt ist. Und jedes dieser Areale tut etwas Verschiedenes, arbeitet irgendein Problem ab und sendet dann die Ergebnisse des Rechenprozesses an alle anderen weiter. Kein Hinweis für die Existenz eines Konvergenzzentrums. Auch wenn man die Motorik, also die exekutiven Strukturen dazu zeichnete, bekäme man genau das gleiche Bild, wieder so ein Wollknäuel, und wenn man die beiden ineinander zeichnet, gibt es einen Metaknäuel. Aber es gibt keinen Hinweis für hierarchische Strukturen mit irgendeinem kartesianischen Zentrum an der Spitze. Große Frage, wie um alles in der Welt gelingt es dann, kohärente Bilder von der Welt zu entwerfen und die Vielfalt von Teilergebnissen zu einer Gesamtheit zusammenzufügen. Ein Problem, das wir das Bindungsproblem nennen und für das wir außer guten Hypothesen noch keine wirklich konsensfähige Antwort haben. Aber ich will Ihnen trotzdem mal ein bisschen vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man versucht, solche Untersuchungen im Gehirn zu machen. Wenn Sie dieses Bild hier betrachten, dann wird eine Weile vergehen und dann sehen Sie immer mehr von diesen gescheckten Pferden. Um das zu können, muss Ihr Sehsystem eine ganz erstaunliche Leistung erbringen, die bis jetzt kein technisches mustererkennendes System auch nur annähernd bewältigen kann. Ihr Sehsystem muss nämlich herausfinden, welche von diesen vielen Konturelementen, die hier drauf sind, ist ja nichts anderes als eine zweidimensionale Helligkeitsverteilung, zusammengehören und gemeinsam eine Figur definieren. Wenn Ihr Sehsystem auf die Idee käme, diesen braunen Fleck hier mit dem braunen Fleck hier in Verbindung zu bringen und den weißen hier mit dem weißen, dann würde da niemals ein Pferd identifizierbar sein. Sehsystem schafft es offenbar, wir wissen ziemlich genau, nach welchen Kriterien es das tut, jene Konturelemente ausfindig zu machen,
die zusammengebunden gehören, um eine Figur zu ergeben. Und es muss diese Ordnung, diese perzeptuelle Gruppierung, diese Bindung erbringen, bevor es weiß, was es zu sehen bekommt. Denn erst wenn diese Bindung erfolgreich abgelaufen ist, lässt sich das Pferd identifizieren. Wenn die Bindungen falsch sind, kommt dabei kein Pferd zustande. Sie hören jetzt schon mehrfach das Wort Bindung, denn auch dieses hier ist wieder ein Bindungsproblem. Ähnlich wie das Zusammenbinden der weit verteilten Aktivitäten im Gehirn, ist es beim Sehvorgang selbst ein Problem, wie die verschiedenen Signale aus der Netzhaut so zusammengebunden werden, dass daraus bildhafte Eindrücke entstehen können. Und in Anlehnung an das intuitiv plausible kartesianische Konzept sind wir alle viele Jahrzehnte davon ausgegangen, dass das folgendermaßen funktioniert. Wenn ich etwas binden will, was räumlich getrennt ist, dann tue ich das zweckmäßigerweise dadurch, dass ich von den getrennten Repräsentanten Verbindungen schaffe, richtige Leitungen, die ich konvergieren lasse, etwas Komplexeres ansprechen, orientierte Konturen, gerichtete Konturgrenzen, auch die findet man, noch weiter oben Zellen, die ihrerseits auf Kombinationen solcher primitiver Merkmale antworten, durch Bindung über konvergente Bahnen. Das wären dann Zellen, die schon auf recht komplizierte Konstellationen von Merkmalen reagieren würden. Und wenn ich die wieder sauber sortiere und entsprechend auf Zellen noch höherer Ordnung konvergieren lasse, kann ich mir vorstellen, dass ich hier irgendwo mal Zellen bekommen werde, die dann und nur dann reagieren, wenn all die gleichzeitig erfüllt sind. Und so hat man sich vorgestellt, dass Bindung von verteilten Aktivitätsmustern erfolgen kann. Ich müsste natürlich eine ganz andere Konstellation von Verbindungen schaffen, um ein Neuron zu erzeugen, das dann auf die Vase hier reagiert, die man ja alternativ auch sehen kann, je nachdem, wie man sich entscheidet, was Vordergrund und Hintergrund ist. Und dann für das blaue Gesicht nochmal das Gleiche und so weiter und so weiter. Also das Binden von räumlich verteilten Aktivitätsmustern durch, wir nennen das Smart Neurons, kluge Neurone. Es sah lange Zeit gut aus, denn wenn man sich im Sehsystem nach oben arbeitet, vom Auge weg hinein in die höheren Verarbeitungsstufen, dann findet man tatsächlich Nervenzellen, die auf so exotische Sachen antworten, wie auf das hier zum Beispiel oder auf sowas. Hier kann man sich schon vorstellen, das könnte auf dem Weg hin zu Zellen sein, die Gesichter erkennen, bis sie schließlich das Gesicht einer bekannten Person kodieren. Hier könnte es vielleicht in irgendeine Richtung von einem Tier gehen, was das hier werden soll oder das hier. Bei Primaten, die keine Erfahrung mit Verkehrskontrolle, also man kann es nicht sagen. Nun stellt sich heraus, dass es jenseits dieser Komplexitätsstufe nicht viel weiter geht. Es gibt kein Areal, in dem Zellen zu liegen kämen, die ganze Objekte kodieren. Bei Gesichtern geht das relativ weit, aber auch nicht bis hin zum individuellen Gesicht. Es gibt im Affenhirn keine Zelle, die auf eine Banane anspricht, nur auf eine Banane oder nur auf eine Erdnuss oder sowas. Es gibt einen guten Grund, warum es das nicht gibt. Denn würde man dieses Codierungsschema konsequent durchhalten wollen, dann würde das sehr schnell zu einer kombinatorischen Explosion von Nervenzellen führen, die man braucht, um alle möglichen Objekte der dinglichen Welt zu repräsentieren. Man bräuchte eine unendliche Zahl von Nervenzellen für alles, was man so kennt. Noch mehr, für jedes Objekt, das man kennt, braucht man gleich ganz viele, weil wenn ein Objekt im Raum gedreht ist, ich hoffe, die ist gut zu, dann ergibt das völlig andere Merkmalskonstellationen im Netzhautbild, muss aber trotzdem als Flasche erkannt werden. Also bräuchte ich für all die verschiedenen Erscheinungsformen auch wieder eigene Netzwerke und Nervenzellen. Nicht sehr ökonomisch, obwohl es viele davon gibt, ist es unwahrscheinlich, dass das so ist. Schwieriger noch ist das Problem zu lösen, wie man neue Objekte kodieren soll. Kommt ein Künstler mit einer neuen Skulptur, kann man sofort erkennen, beschreiben, aber woher sollen die Nervenzellen kommen, die just diese Konstellation kodieren? Unvorstellbar. Es gibt da noch eine Reihe von anderen Problemen, die mit der Kompositionalität zu tun haben, also syntaktische Strukturen, die gibt es ja auch im Bild, kodieren zu können, wie das Blatt am Zweig, am Ast, am Baum in der Grünau, also solche relationalen Aussagen, die man mit Bildern natürlich sehr gut machen kann. Wie das mit solchen Neuronen kodiert werden soll, ist völlig unklar, sodass man auf große Probleme stößt mit diesem Konzept. Gleichwohl ist dieses Konzept Grundlage fast aller technischen Mustererkennungsmaschinen, Systeme, und deshalb funktionieren die nicht. Da ist ein ernstes Problem. Die Welt sucht händeringend nach Alternativen, weil es nach diesem Weg nicht zu realisieren ist, auf diesem Weg. Es gibt seit langem Vorschläge, Donald Hebb war einer der ersten, der das formuliert hat, der gesagt hat, vielleicht geht es doch anders.
Und vielleicht ist die nicht weiter reduzierbare Beschreibung eines Wahrnehmungsinhaltes, eines Bildes im Kontext des heutigen Abends, aber das gelte genauso für Worte oder andere Wahrnehmungsobjekte, nicht die Aktivität einiger weniger hochspezialisierter für dieses Objekt spezifischer Nervenzellen, sondern die koordinierte Aktivität einer großen Zahl von Nervenzellen, von denen jede einzelne nur Teilelemente kodiert, und die Gesamtheit wäre die nicht weiter reduzierbare Beschreibung eines komplexen Inhaltes. In dem Fall würde dieses rote Gesicht durch einen Satz von Nervenzellen repräsentiert, die alle gleichzeitig aktiv sein müssen, von denen jede einzelne aber nur einen Teilaspekt kodiert. Die Vase entsprechend durch ein anderes, wie wir das nennen, Ensemble von Nervenzellen, die nun zum Teil die gleichen mit einbezieht, nämlich die, die sich mit dieser Konturlinie hier befassen, die ja dem Gesicht und der Vase gemeinsam ist. Bloß mit eingebunden für die Vase muss natürlich werden die weiße Fläche und dann die gegenüberliegende Konturlinie. Man sieht sofort die Eleganz dieses Kodierungsschemas, weil man jetzt die gleichen Nervenzellen benutzen kann und durch Einbindung in unterschiedliche Kontexte die gleichen Zellen verwenden kann, um ganz Unterschiedliches darzustellen, Wahlverwandtschaften. Man kann also damit am endlichen Satz von Nervenzellen, die relativ elementare Inhalte kodieren, nahezu unendlich viele Kombinationen erzeugen, die alle was anderes meinen. Ein wunderbares und sehr ökonomisches System, aber nichts kommt umsonst. Man kriegt ein ganz schreckliches Bindungsproblem in diesem Fall. Denn es wird natürlich dann viele Situationen geben, wo in der Welt zwei, drei Objekte nebeneinander sind, und in Bildern ist das sehr häufig der Fall, weil alles räumlich kontingent ist und nicht dreidimensional voneinander getrennt werden kann. Und diese Objekte, die da dargestellt sind, zum Teil die gleichen Merkmale enthalten, also könnten alle drei schwarz sein oder ganz bestimmte Kurvaturen gemeinsam haben. Jetzt brauche ich die gleichen Neurone, die für diese Einzelmerkmale zuständig sind, gleichzeitig in drei verschiedenen Ensembles, weil ich ja drei verschiedene Objekte abbilden muss. Und muss jetzt einen Weg finden, diese Neurone gleichzeitig zu verwenden, aber trotzdem getrennt zu halten. Und das ist eine Quadratur des Kreises, die nicht lösbar ist. Hepp hat sich da noch nicht so furchtbar viel Gedanken gemacht damals. Der hat einfach gesagt, naja, Neurone, die zu einem Ensemble gehören, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr aktiv sind als welche, die nicht dazugehören. Das ist so lang schön, als es nur ein Objekt gibt. Dann kann man Ensemble auf diese Weise definieren. Aber wenn nun drei Objekte da sind, die zum Teil auf die gleichen Zellen rekurrieren müssen, und ich mache die alle mehr aktiv, weil wer zu einem Ensemble gehört, mehr aktiv ist, dann habe ich drei Gruppen von Neuronen, die alle gleich aktiv sind. Ich weiß nicht mehr, welches zu welchem gehört. Also wieder ein ganz schreckliches Bindungsproblem. Und wir glauben, dass man das überhaupt nur lösen kann, indem man in die Zeit entflieht und sie als Kodierungsrahmen mitbenutzt. Dass man die Ensembles also zeitlich hintereinander strukturiert, man kann sie nicht gleichzeitig haben. Das muss aber so schnell geschehen, dass mehrere Ensembles im Intervall der Gegenwart, 200-300 Millisekunden, in der wir die Welt als zusammenhängend, als Momentaufnahme wahrnehmen, da müssen die drin Platz haben, denn ich muss ja zwischen den Objekten auch Beziehungen herstellen können und dazu muss ich sie gleichzeitig repräsentiert haben können. Und ein Vorschlag, und das ist der, den wir in Frankfurt nachhängen, aber der kann auch falsch sein, ist, dass das Nervensystem sich dadurch hilft, dass es dafür sorgt, dass die Entladungen von Nervenzellen, die senden ihre Information dadurch weiter, dass sie kurze elektrische Impulse abgeben, die so eine Tausendstelsekunde lang sind, dass die Nervenzellen dafür sorgen, dass diese Pulse zeitlich genau synchron sind, sofern sie von Zellen kommen, die zum gleichen Ensemble gehören. Also diese Reihe hier würde also zu einem Ensemble gehören, zu Ensemble A, dann diese Reihe hier zum Ensemble B und diese Reihe hier wieder zu Ensemble A. Hier ist irgendwo kaum sichtbares Ensemble C. Ja, das klappt mit den Farben manchmal nicht so gut. So dass zeitlich nacheinander die Ensembles kurzfristig strukturiert würden und sich dadurch auszeichneten, dass die Entladungen der Nervenzellen, die ein Ensemble bilden, hochsynchron sind. Ich kann jetzt nicht auf die Details eingehen, warum synchrones Entladen als für das Nervensystem ein wichtiges Ereignis ist und geeignet sein könnte, allen anderen zu sagen, wir gehören jetzt im Augenblick zusammen. Sie können sich es am leichtesten dadurch vorstellen, wenn man zwei Sachen gleichzeitig macht, zeitlich kontingent, dann werden die automatisch gebunden. Was Ähnliches passiert vermutlich im Nervensystem, weil auch Lernvorgänge nach zeitlicher Kontingenz suchen. Ich kann da jetzt aus Zeitgründen nicht weiter drauf eingehen. Die Idee wäre nur, dass das über Selbstorganisationsprozesse unter mit Hinzuziehung von vorhandenem Vorwissen über die Wahrscheinlichkeit, dass A zu B gehört, erreicht wird, schließlich, dass Nervenzellen, die sich an der Kodierung des Pferdes, des
des hier grün dargestellten Pferdes Beteiligten dafür sorgen, dass ihre Entladungen zeitlich streng synchron werden. Und das Gleiche sollte für Nervenzellen geschehen, die sich mit dem zweiten Pferd befassen. Aber zwischen den beiden Gruppen sollten keine konsistenten zeitlichen Relationen bestehen. Es wäre also zeitliche Bindung durch Synchronisation. Und zurzeit ist eine heftige Debatte unter Experten, ob das so gehen kann, ob das nicht so gehen kann. Es gibt wunderbare Versuche dazu. Unser Eindruck ist, vieles spricht dafür. Es gibt viel korrelative Evidenz, dass dem so sein könnte. Es gibt wenig kausale Evidenz, weil man das sehr schlecht manipulieren kann. Aber die Zukunft wird zeigen, wie das hinausgeht. Was sicher ist, ist, dass man solche Aktivitätsmuster im Gehirn finden kann, wenn man irgendwo Nervenzellgruppen ableitet und entsprechende sensorische Reize anbietet. Das ist hier eine Ableitung aus der Seerinde einer Katze. Da findet man, dass die Nervenzellen tatsächlich ihre Entladungen in solchen präzis zeitlich synchronen Gruppen abgeben und dass das wiederum synchron ist mit der Entladung von anderen Nervenzellgruppen, die von woanders abgeleitet worden sind. Ich will Ihnen die Details ersparen und nur auf ein Experiment hinweisen, eins von vielen, die nicht in unserem Labor gemacht worden sind, sondern in dem Fall hier von Francisco Varela, der vielen von Ihnen vielleicht bekannt ist als einer der Protagonisten der Autopoiesis-These. Eine sehr buddhismusnahe Philosophie, der unter dem Eindruck unserer Hypothesen in Frankfurt, und wir haben auch schon früher mal zusammengearbeitet, ein recht elegantes Experiment durchgeführt hat, das sehr nahelegt, dass wir von der wirklichen Beschreibung nicht zu weit entfernt sind. Er hat Versuchspersonen solche Bilder gezeigt und solche Bilder. Und manche von Ihnen werden in dem oberen Bild das Profil eines Frauenkopfes erkennen. Wer hat es? So wenig. Das ist hier der Nasenrücken, das hier ist das Auge, das sind die Augenbrauen, hier unten ist der Mund, sie lächelt und hier ist der Schlagschatten der Wangen. Hier unten ist das Gleiche nochmal auf den Kopf gestellt, da wird wahrscheinlich niemand ein Frauenbild, einen Frauenkopf erkennen können. Und nun kann man die Versuchspersonen mit EEG-Elektroden versorgen und Hirnstrombilder abnehmen, während sie diese Bilder sehen. Und dann es ist so, wenn man diesen Frauenkopf mal gesehen hat, dann sieht man ihn. Also wenn man den wirklich hat, dann ist er evident und es ist ein ganz starkes, bewusstes Erlebnis einer Bildwahrnehmung. Und kann dann schauen, was die Hirnströme machen, im Fall, wo das Gesicht erkannt wird und im Fall, wo es nicht erkannt wird. Und dann findet man, und das muss ich Ihnen jetzt erklären, hier aufgetragen ist auf der Abszisse der Zeitverlauf. Hier wird der Frauenkopf dargeboten, dann läuft die Zeit, hier wird er erkannt, wenn er erkannt wird. Hier denkt die Versuchsperson kurz nach, was sie tun soll und hier fängt sie an, eine Motorik vorzubereiten, um auf eine Taste zu drücken, entweder erkannt oder nicht erkannt. Und hier auf der Ordinate aufgetragen ist die Frequenz der elektroenzephalographischen Wellen, 40 Hertz sind ungefähr hier, und hier in Farbe aufgetragen ist die Intensität der Aktivität in diesem Frequenzbereich. Also wenn es hier besonders gelb wird in diesem Bereich, dann heißt das, dass zu diesem Zeitpunkt besonders viel Aktivität im 40-Hertz-Oszillationsbereich aufgetreten ist. Und dann hier hinten nochmal während der Motorik. Und hier sieht man schon, wenn die Versuchsperson das Gesicht erkennt, dann ist hier wesentlich mehr von dieser hochfrequenten oszillatorischen Aktivität zu sehen, und wir nennen die Gamma-Aktivität, das ist einfach Alpha, Beta, Gamma ist der Frequenzbereich, als hier unten, wo die Versuchsperson das gleiche Muster bekommt, was die Energieverteilung anlangt, es aber nicht erkennen kann. Und dieses war nun seit langem schon bekannt. Die eigentliche Pioniertat von Francisco war, und ich sollte gleich hinzusagen, Francisco ist letztes Jahr an einer tragischen Erkrankung gestorben und hat leider dieses Feld und diese Welt verlassen müssen. Aber seine Pioniertat war, dass er nicht nur geguckt hat, wie viel oszillatorische Aktivität in welchem Frequenzbereich wo auftritt, sondern auch, ob die oszillatorischen Aktivitäten phasensynchron schwingen oder nicht, ob die miteinander was zu tun haben, und findet, dass im Fall, wo die Versuchsperson das Muster sieht, die Frau erkennt, in einem Zeitraum von 180 bis 300 Millisekunden, das ist etwa der Zeitraum, in dem man auch die bewusste Wahrnehmung vermutet, sich die Aktivität in weit auseinanderliegenden Hirnrindenarealen, die sich aber alle mehr oder weniger mit dem Sehen befassen, die einzelnen Oszillationen streng phasensynchron schalten. Das vibriert dann ganz präzise in Phase, mit einer Präzision von ein paar Tausendstel Millisekunden. Dauert aber nicht lange an,
bricht dann ab, gibt einem ziemlich chaotischen Bild Platz und dann rekonstituiert sich wieder ein Bild sehr hoher Phasenkohärenz und dieses jetzt entspricht der Vorbereitung der motorischen Handlung. Wenn die Versuchsperson das Gesicht nicht erkennt, dann passiert hier in der Phase, wo es hier zur Phasensynchronisation kommt, nicht viel, es kommt eher zum Durcheinander, es kommt dann die gleiche Latenzphase und dann konstituiert sich auch wieder ein motorisches Programm, weil die Versuchsperson natürlich auch angeben muss, habe ich nicht erkannt. Und dieses, wie auch viele andere Versuche, weisen darauf hin, dass es so sein könnte, dass die neuronale Entsprechung dessen, was wir ein Bild nennen, ein inneres Bild, möglicherweise ein weit verteiltes, dynamisches Muster, raumzeitliches Erregungsmuster ist, an dem jeweils sehr viele Neuronen teilhaben, sehr viele Hirnrindenareale gleichzeitig mitmachen und das nicht weiter reduziert werden kann in seiner Beschreibung. Das heißt dann übertragen natürlich auch, dass die Inhalte unseres Bewusstseins verteilte Erregungszustände sein müssen und nicht sauber lokalisierbar. Natürlich gibt es Lokalisation im Gehirn. Wenn ein Teil ausfällt, dann fallen Teilaspekte unserer bewussten Wahrnehmung aus. Ich hatte Ihnen das vorhin am Beispiel der visuellen Ataxie oder der visuellen Agnosie, das Nicht-Erkennen-Können von Objekten, gezeigt. Aber es scheint so zu sein, als würden die vielen verteilten Verarbeitungsergebnisse, die in den einzelnen Hirnrindenregionen erbracht werden, zu einem Ganzen zusammengebunden, in dem diese Hirnrindenregionen und damit die Zellen, die in ihnen residieren, ihre Aktivitäten in der Zeit koordinieren und auf diese Weise ein wahrscheinlich hochkomplexes, bis jetzt unverstandenes dynamisches Muster erzeugen, das vom limbischen System als konsistent identifiziert wird, denn irgendjemand muss ja in diesem Versuch, das wollte ich Ihnen eigentlich noch gar nicht zeigen, irgendjemand muss ja in diesem Wahrnehmungsexperiment gesagt haben, jetzt ist es in Ordnung, jetzt sehe ich ein Gesicht. Und wir wissen nicht, was das ist. Es muss ein interner Systemzustand sein, der erkennbar ist für andere Strukturen, der die Versuchsperson ermöglicht, auf eine Taste zu drücken und zu sagen, jawohl, ich habe es erkannt. Was das genau ist, wissen wir nicht. Wir vermuten, dass es irgendein Ordnungsparameter in diesem hochdimensionalen raumzeitlichen Aktivitätsprofil ist, der da eine Rolle spielt. Gut, ich will zum Ende kommen und zusammenfassend sagen, dass aus diesen kurzen Betrachtungen hervorgegangen sein sollte, dass unser Gehirn in hohem Maße ein aktives, auf seinem eigenen Wissen, auf sein eigenes Wissen rekurrierendes, selbstreferenzielles System ist, das auf der Basis der Information, die es gespeichert hat, genetisch, genauso wie epigenetisch, aus dem Wenigen, was die Sinnessysteme zur Verfügung stellen, und das sind ja wirklich nur enge Ausschnitte aus der realen Welt, ein kohärentes Bild der Welt synthetisiert. Das Gehirn macht ein Modell der Welt und hat das schon, bevor es die Augen aufmacht und vergleicht dann die einlaufenden Signale mit diesem Modell und sucht nach der wahrscheinlichsten Lösung. Und die muss nicht unbedingt mit der physikalischen Realität übereinstimmen, tut es in vielen Fällen nicht, ist dem Gehirn auch gleichgültig, denn es kommt nicht darauf an, physikalische Realitäten wahrzunehmen, sondern das wahrzunehmen, was verhaltensrelevant und fürs Überleben dienlich ist. Und das ist sehr oft ein kurzer Weg, eine Interpretation, bei der man es nicht so genau nimmt. Wir machen also auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsüberlegungen unsere kognitiven Urteile. Und das Faszinierende ist, dass wir das, was wir dann als Ergebnis dieses Aktes wahrnehmen, für die Wirklichkeit nehmen. Wir merken nicht, dass wir konstruieren, sondern wir denken, wir bilden ab. Aber das ist eine der vielen Illusionen, denen wir erliegen. Es gibt andere, Sie haben das vorhin schon miterlebt, die Illusion, dass wir hier irgendwo im Gehirn ein Kommandozentrum haben, in dem das Ich residiert und anschafft und entscheidet und interpretiert. Nein, es ist verteilt. Wir müssen uns an irgendeinen distributiv organisierten Chef gewöhnen. Das ist nicht so leicht vorzustellen. Und dann gibt es natürlich die immer unangenehmer werdende Inkompatibilität zwischen der Selbsterfahrung, dass wir ein autonomer, mit freiem Willen begabter Agent sind, der entscheidet, was er tun will und diese Entscheidung auf irgendwelche geheimnisvolle Weise auf die Nerven Einfluss nimmt, sodass die dann ausführen, was wir entschieden haben und der sich im Übrigen der Sinnessignale bedient, um zu wissen, was in der Welt geschieht, dieses geistige, wie immer auch etwas, was überhaupt nicht
in Übereinstimmung zu bringen ist mit dem Bild von Menschen, das die Hirnforschung entwirft, aus der dritten Personenperspektive, in der für all diese Konstruktionen kein Raum ist. Wir leben also parallel in zwei Welten, in der die uns die Selbsterfahrung nahelegt, in der wir Bilder als real erfahren, uns vormachen, dass das, was wir sehen, auch die Wirklichkeit ist, nicht merken, dass wir konstruieren. Wir erkennen uns als freie Wesen, wissen aber auf der anderen Seite, dass das sehr unwahrscheinlich ist und dass wir über die Mehrzahl der Handlungsmotive nicht Bescheid wissen und uns nur einreden, dass wir wüssten, warum wir dies getan und jenes gelassen haben. Ich weiß nicht, was das Ergebnis dieser Einsichten sein wird, ob wir uns daran gewöhnen werden, so wie wir uns an die Inkompatibilität gewöhnt haben, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. So erscheint es uns. Und wissen tun wir aber, dass die Erde sich unten durchdreht, macht uns offenbar keine Schwierigkeiten. Das lebt friedlich nebeneinander. Das eine befruchtet die Lyrik und das andere die Raketenbauer. Ich fürchte aber, dass wir die Botschaft, dass wir getäuscht werden können, in Zukunft immer ernster nehmen werden und dass wir schmerzlich erfahren werden, dass das, was wir an Zutrauen zu Bildern hatten, nicht nur zu unserer Wahrnehmung, sondern natürlich auch zu den Bildern, zu dieser vermittelten Wahrnehmung, in dem Maße verlieren werden, indem wir die Erfahrung machen, dass auch die Bilder genauso lügen können wie die Worte. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Vielen Dank. Ich will Ihnen... Stunde, oder? Ja, toll. Ja. Ja, gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mit der Diskussion gleich beginnen. Es steht uns eine halbe Stunde zur Verfügung, das heißt, wir sollten nicht allzu viel Zeit verschenken. Diejenigen, die rausgehen möchten, bitte tun Sie das ganz schnell, damit die Konzentration im Saal wieder eintritt. Shooting. Ein bisschen fast wie Politik. So. Wir beginnen mit dem Gespräch und ich darf um Aufmerksamkeit bitten. Vielleicht ist es sinnvoll, meine Damen und Herren, Herr Singer, wenn wir mit dem letzten, also was noch am besten in Erinnerung ist, beginnen. Sie sagten, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Bilder genauso lügen können wie Worte. Und Sie hatten von der Täuschung gesprochen, die uns das visuelle System aufgrund verschiedener Ursachen sicherlich liefert. Die Frage, mit der ich vielleicht eröffnen möchte, ist die: Gibt es so etwas wie eine Hierarchie von Täuschungen oder verschiedene Täuschungsebenen? Sie machten diese Bemerkung während des Vortrages, dass wir bewusst getäuscht werden könnten. Das ist sicherlich eine im sozialen Bereich sich abspielende Ebene.
Es gibt verschiedene Hierarchieebenen in der Verarbeitung von Wahrnehmungssignalen, wahrscheinlich auch Täuschungsebenen, die bis weit zurückgehen, also in die noch, also subkortikale Ebene. Was bedeutet das? Sind diese Täuschungen also in der Evolution eingebaut? Zu welchem Zweck? Wenn wir es verbinden mit der Feststellung, die Sie machten, dass wir das wahrnehmen, was für unser Handeln sinnvoll ist, findet also eine Selektion statt. Was ist der Unterschied zwischen Selektion und Täuschung? Könnten Sie zu dieser Frage von Täuschungsebenen vielleicht etwas sagen? Ja, ich glaube, man muss sehr streng auseinanderhalten, die Illusion, die nicht bewusst wird, und die Täuschung, die semantisch konstruiert ist. Ich will jetzt erst auf die unbewussten Illusionen kommen, weil sich da sehr gute evolutionäre Argumente finden lassen, warum unser System diese Täuschungen mit akzeptiert. Eine ganz wichtige Funktion aller Sinnessysteme ist die sogenannte Invarianzleistung. Ich muss in der Lage sein, als bärensammelnder Primat eine rote Beere von einer blauen Beere im Morgenlicht, mittags und in der Abenddämmerung sicher unterscheiden zu können. Nun ist es so, dass im Morgenlicht und im Mittagslicht und in der Abenddämmerung die Spektralzusammensetzung des reflektierten Lichtes von den verschiedenfarbigen Beeren physikalisch total unterschiedlich ist. In so einem Dschungel, in dem viel gebrochenes Licht mittags auf den Boden kommt, gibt es fast nur noch grüne Spektralfarben. Es kommt von den roten Beeren überhaupt nichts Rotes mehr zurück im roten Wellenlängenbereich. Sondern was ich habe, sind lediglich die Relationen zwischen dem, was von den grünen Beeren und von den roten Beeren zurückkommt. Und ich kann auf die Farbe der Beeren nur dann schließen, wenn ich komplizierte zentralnervöse Berechnungen anstelle über die Relation der relativen Spektralintensitäten in einem ganz bestimmten Bereich. Und das kann dazu führen, dass ich rot sehe, dort wo physikalisch überhaupt nichts im roten Wellenlängenbereich vorhanden ist, sondern nur ein bisschen weniger grün vielleicht, im Kontrast zu allen anderen umgebenden Farben. Das ist biologisch ungeheuer gut angepasst, weil es mich in die Lage versetzt, durch die Bewertung dieser Relationen, das Rot immer als das Rote identifizieren zu können, auch wenn es physikalisch gar nicht rot ist. Und für solche Leistungen gibt es viele Beispiele. Unsere Sinnessysteme interessieren sich hauptsächlich für Relationen und wenig für die absoluten Größen, weil man aus den Relationen Invarianzen berechnen kann. Und das hat halt dann zur Folge, dass man durch geschicktes Manipulieren dieser Relationen auch Eindrücke erzeugen kann, wenn man mal den Mechanismus durchschaut hat, und dass das System beliebig an der Nase rumführen kann. Es gibt zum Beispiel im akustischen System gibt es einen wunderbaren Fall, der ein bisschen an diese Escher'sche Treppe erinnert. Man kann durch geschicktes Manipulieren von Obertönen, jeder Ton hat ja eine ganze Sequenz von harmonischen Obertönen, durch geschicktes Manipulieren der Intensität der Obertöne dafür sorgen, dass obwohl der Grundton immer gleich ist, der je nächste als ein bisschen höher empfunden wird. Und dann kann man eine Spirale von ständig ansteigenden Tönen erzeugen, die man hört. Man hört ständig, dass die Töne höher werden, aber sie werden nicht höher. Sie bleiben immer gleich. Und so gibt es viele Beispiele, wie man das System in die Irre führen kann, weil man Eigenschaften ausnutzt, die in der Evolution hoch angepasst sind. Aber die Evolution musste ja nicht damit rechnen, dass so jemand wie Escher auftritt oder ein Akustiker, der die Frequenzbänder manipuliert. Aber inzwischen wissen wir halt schon so viel über die Schwächen, Anführungsstrichen, des Systems, dass man es auch intentional manipulieren kann. Gibt es also Hierarchien in dem Sinne, dass das ganz primäre auf der einen Seite sind, die Sie eben erwähnten, dann auf der Ebene, wo also Bewertungen etwa, das ist schön oder das ist hässlich oder das ist angenehm, das ist unangenehm hinzukommen, eine dritte Ebene, die denkbar wäre, wo also etwas eingepasst werden muss in ein vorgefasstes Weltbild oder Erwartungshaltungen, wie Sie das nannten, die dann die einen, sagen wir mal, langlebiger wären oder überhaupt nicht auszulöschen, während andere durch Erkenntnis oder Einsicht in das System auslöschbar wären und dass man dann also der Täuschung nicht verfällt? Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen hierarchischen Modellen. Also wir haben keine Schwierigkeit zwischen bewussten und unbewussten Wahrnehmungen zu unterscheiden, die beide handlungsrelevant sind. Natürlich kann das, was bewusst wird, auf anderer Ebene verhandelt werden als das, was unbewusst bleibt.
weil es der sprachlichen Kodierung unterworfen werden kann und damit der syntaktischen Verarbeitung zugeführt und so weiter. Aber ich glaube, dass die Täuschbarkeit auf allen Ebenen gleichermaßen möglich ist, weil das Substrat, das berechnet, ja immer das Gleiche ist. Es werden ja unbewusste Inhalte in der Großhirnrinde verarbeitet. Ist ja nicht so, dass das Denken an ausgezeichnetem Ort erfolgte, der fehlerfrei wäre. Es denkt die Großhirnrinde in einem ganz bestimmten Bereich, nämlich in dem die Sprache abgehandelt wird. Und der ist nicht zuverlässiger als der Bereich, der die Bilder verarbeitet. Danke, das wollte ich hören. Ah, wollten Sie das wirklich hören? Ja. Aber das zu diskutieren wäre jetzt nicht angemessen, warum das meines Erachtens doch eine sehr interessante, auch für Kulturwissenschaften interessante Aussage ist. Ich möchte eine zweite Frage vielleicht noch zur Anregung Ihnen stellen, die es etwas weiter verallgemeinert und öffnet. Es kamen sehr häufig die Begriffe Bindung, Kongruenzen, Invarianzen, Symmetrien und dergleichen vor. Wir beschäftigen uns heute Abend mit dem Bild. Bilder interpretieren wir zum Beispiel als schön oder hässlich. Hängt, das wäre meine Frage, die Ästhetik, oder kann die Hirnforschung überhaupt etwas dazu sagen, was Ästhetik ist, was schön ist? Hängt die Ästhetik der Interpretation von Wahrnehmungen an Konstanten der Harmonie, beziehungsweise an bestimmten Maßen oder eines bestimmten quantifizierbaren Feldes der Abweichung von Symmetrie oder ähnlich? Oder sind ästhetische Urteile völlig kulturbedingt, rein kulturelle Bewertungen? Na, beides. Klar, dass die ästhetischen Urteile eine starke kulturspezifische Konnotation haben. Nicht alle Kulturen hören Moll als traurig und Dur als fröhlich, sondern es geht da andersrum. Aber es gibt ganz interessante Untersuchungen, seit es möglich ist, durch Morphing Gesichter zu erzeugen, indem man sie vermischt, Mittelwerte bildet oder so. Und da gab es vor wenigen Jahren eine Studie, die transkulturell angelegt war oder crosskulturell, zur Beurteilung dessen, was man als schön empfindet, wenn man Gesicht anschaut. Und da kam gleichermaßen, ist glaube ich an der kaukasischen Kontrollgruppe und an der amerikanischen oder englischen gemacht worden, die jeweils über Kreuz Gesichter beurteilen mussten. Da kam raus, dass wir als schön zu klassifizieren neigen das gemittelte Gesicht. Wenn man also viele übereinander legt und den Mittelwert bildet, dann zeichnet sich der aus durch besondere Ebenmäßigkeit, durch besondere Symmetrie und das finden wir schön. Die Folgediskussion war dann, das kommt jetzt ganz in die Nachbarschaft mit von Heuschreckengesängen, das klingt furchtbar, aber der Natur kommt es ja darauf an, bei der Partnerwahl die guten Gene zu finden. Und es scheint so zu sein, dass ein Ausdruck von Gesundheit und Intaktheit ein gewisses Maß von Harmonie, Ordnung und Symmetrie ist. Ich kann Ihnen das besser am Gesang der Heuschrecken vormachen. Wenn ein Heuschreck, nein, nicht vormachen, exemplifizieren. Wenn ein Heuschreck, der ja seine Partnerin bekanntlich durch dieses Flügelwetzen anzieht, seinen Gesang produziert, dann ergibt sich, dass die attraktivsten Heuschrecken nicht die sind, die am lautesten wetzen oder sowas, sondern die am präzisesten die Rhythmen einhalten können. Darauf ist das Heuschreckenweibchen empfindlich und schließt daraus, na, wenn der so genau metrieren kann, dann kann er auch alles andere gut. Außerdem kann sie sofort auf Verletzungen schließen. Wenn die ihre Hinterbeine verletzen, dann hinken die praktisch, wenn sie singen. Also man hört dieses Staccato. Und die gelten als ganz unattraktiv. Also da können sehr triviale, wenig kunsthistorisch relevante Kriterien dahinter stecken. Das ist gar nicht so trivial. Auf jeden Fall möchte ich den Kollegen und Kolleginnen und Kommilitonen von der Hochschule für Musik dann gratulieren. Sie haben sicherlich einen Selektionsvorteil gegenüber den Studierenden der LMU. Jedenfalls, wenn man Heuschrecken kann. Zu viel Gleichförmigkeit ist auch wieder nichts. Ja, gut. Okay. Also es ist genau das Maß. Wir wollen die Diskussion öffnen natürlich. Bitte, Ihre Fragen. Sowohl spezieller Art als auch allgemeiner. Wir haben das schon ein bisschen vorgemacht. Herr Pöppel, bitte. Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum du eine Hierarchie der Verlässlichkeit oder der Sicherheit in der Sinnlichkeit aufgestellt hast. Also, dass der Tastsinn die größte Gewähr für Erkenntnis gebe. Ich habe mich dann gefragt, für mich ist vielleicht der Geruch
viel wichtiger. Und das Wort gibt mir noch mehr Verlässlichkeit als das Bild. Welche Kriterien benutzt du, um so eine Hierarchie oder unterschiedliche Bewertung der Verlässlichkeit, Sicherheit im Hinblick auf Aufbau von Wissen aufzustellen? Mein Eindruck, ich gebe vielleicht da sehr subjektive Erfahrungen wieder, ist, dass es diese Hierarchie gibt aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit der Sinne. Das Sehsystem kann sich den Raum nur erschließen, indem es das motorische und das haptische System als Justierungsschraube benutzt. Wenn man nur sähe, du weißt das selber ganz genau, hält dann Hein die Versuche, wenn man ohne haptische Berührung und Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt sie nur betrachten kann, dann lernt man nichts über sie. Man braucht also erst das Haptische. Und dann, denke ich, entwickelt sich ganz folgerichtig das Visuelle, weil es gut orten kann, als in der Hierarchie nächststehendes. Und beim Primaten das Gehör nicht so schrecklich wichtig. Sicher beim Hund ist der Geruchssinn schrecklich wichtig zur Orientierung. Nur würde ich gerade dem Geruchssinn eine völlig andere Konnotation beimessen wollen, weil der ja auch im Gehirn ganz anders organisiert ist. Der geht unter Umgehung dieser thalamischen und kortikalen Strukturen, die den anderen Systemen vorgeschaltet sind, ja direkt ins limbische System, löst dort Gestimmtheiten aus. Hinsichtlich dieser Fähigkeit ist er sicher hat er das Primat, also das wieder wachrufen können von emotionalen Konnotationen, von ganz bestimmten Situationen. Das Parfum der ersten Liebe, das wird ein ganzes Leben lang, oder Proust, die Madeleine, hat aber eine andere, Gott, was kann man mit Gerüchen schon alles sagen? Man kann Gestimmtheiten, Situationen assoziativ wachrufen, aber wirklich semantische Informationen vermitteln mit Gerüchen, sehe ich nicht. Vielleicht werden wir das dann selbst im Experiment beim Essen nachher testen. Die nächste Frage. Ich habe eine Frage zum instinktiven Handeln. Gibt es einen Unterschied zwischen menschlichem instinktivem Handeln und dem bewussten Handeln mit Entscheidungsfindung? Gibt es einen Unterschied zwischen dem instinktiven Handeln des Menschen und des Tieres? Und hat sich das instinktive Handeln durch die Evolution beim Menschen verändert? Ich würde meinen, dass Tiere genauso instinktives und bewusstes Handeln eignet, nur dass der Anteil der bewussten Reflexion geringer ist. Warum meine ich, dass Tiere auch diesen Unterschied zwischen vorbewussten Handlungsmotiven und bewussten Handlungsmotiven haben müssen? Tiere haben genau die gleichen aufmerksamkeitsordneten Mechanismen wie wir und können Inhalte wahlweise, je nachdem, ob sie die Aufmerksamkeit darauf legen, in ihr episodisches Gedächtnis abspeichern und dadurch kontextabhängig wieder aufrufen und mit neuen Informationen verrechnen. Und sie können das aber auch lassen. Und bei uns Menschen ist das auch so. Natürlich gibt es eine Fülle von Handlungsmotiven, die nicht ins Bewusstsein kommen, die dann als sogenannte intuitive Entscheidungshilfen angesprochen werden. Und die interessante Frage wäre, was nun die besseren Entscheidungsgrundlagen liefert. Gibt ja jetzt zurzeit diese Welle von, man muss auf seine Intuition hören und das sei alles so viel klüger als das, was man durch Nachdenken erreichen kann. Ich würde denken, durch Nachdenken kann man sehr viel mehr Variablen miteinander verknüpfen auf komplizierte Weise. Aber im Bewusstsein hat nicht so furchtbar viel Platz. Und es könnte sein, dass die Variablen, die man auf der Plattform der unbewussten Deliberation miteinander in Vergleich bringen kann, zwar nach einfacheren Gesetzen diesen Vergleich ablaufen lassen kann, aber vielleicht mehr Faktoren berücksichtigen, als man das auf der Plattform der bewussten Deliberation tun kann. Aber ich glaube, im Augenblick weiß das noch keiner so recht. Okay. Herr Kollege. Ich wollte nochmal auf die Hierarchie zurückkommen. Ich persönlich bedauere es nicht genauso, wie ich die Augen zumachen kann und dann das auf das Sehen verzichten kann. Ich auch einen Hörschlussmuskel besitze, der mich auf ein unauffälliges Weghören erleichtern könnte. Jetzt mal ganz gezielt meine Frage. Hat das
wegsehen können, das Augen schließen können, nur bloß eine Schutzfunktion oder spielt es in dieser Hierarchie vielleicht doch eine Rolle? Also sicher trifft zu, dass das wichtigste Alerting-System das Auditorische ist, neben dem Taktilen. Ich meine, berührt zu werden im Schlaf weckt auch, genauso wie der Ton. Warum erlaubt uns die Natur, die Augen zuzumachen? Vielleicht genügen die beiden, das Haptische und das Akustische, um uns vor Gefahren zu bewahren, hinreichend. Warum können wir nicht die Ohren schließen? Wir können weghören. Wir können Kommodorat sein, es funktioniert so mehr oder weniger gut. Habe ich jetzt keine Antwort parat, warum wir die Augen schließen können. Es kommt sicher sehr viel mehr Information über die Augen rein als über die Ohren. Das ist allein schon durch die Zahl der Rezeptoren und der Zahl der Afferenzen bedingt. Ich will mich lieber nicht in Spekulationen verlieren, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt schon sehr viele Wortmeldungen. Die nächste kommt von Ihnen. Ja. Wo ist bitte? Mikrofon, hier vorne bitte. Ich hätte auch. Kann ich die dazwischen? Augenblick, das ist unfair, es muss der Reihe nachgehen. Nicht, wo zufällig das Mikrofon ist. Wer das Mikrofon hat, hat die Macht. Ja. Ja, ich frage als Psychoanalytiker und knüpfe an. Freud hatte ja die Idee, dass wenn die Behandlungssituation, das visuelle System deaktiviert. Gibt es dafür gute Gründe von dieser Idee, dass die Herunterfahrung der visuellen Interaktion das Nachdenken verstärkt begünstigen könnte oder war das eine Täuschung? Warum sich der Analytiker ans Kopfende setzt und unsichtbar bleiben möchte, richtig, die würde ich folgendermaßen beantworten. In der Analyse, soweit ich das verstehe, werden extrem asymmetrische kommunikative Akte aufgebaut, in dem der Analytiker von dem Probanden fast alles in Erfahrung bringen darf und umgekehrt dieser vom Analytiker fast nichts, außer dem, was er über seine Semantik preiszugeben bereit ist. Und ich glaube, der Analytiker hat einfach ein genuines Interesse, all die Kommunikationskanäle, die er nicht bewusst kontrollieren kann, nämlich seine Mimik, Gestik, und alles das, was dazugehört, Körperhaltung, möglichst nicht zur Dechiffrierung, der Dechiffrierung preiszugeben und zu versuchen, so spärlich wie möglich sich auf das rein rational-semantische zu begrenzen. Aber ich habe keine Praxis damit, ich weiß nicht, aber das wäre so mein Verdacht. Ich würde das so machen, wenn ich von mir nichts preisgeben möchte. Ich habe eine Frage, und zwar zu den Schlafzuständen in den REM-Phasen. Können Sie irgendwas dazu sagen, ob in den REM-Phasen das visuelle System aktiviert wird? Es gibt sehr gute Untersuchungen dazu. Die zeichnen sich ja, Sie haben jetzt eine Abkürzung benutzt, die heißen Rapid Eye Movement Sleep Phasen. Eben deshalb, weil in diesen Phasen die Augen sarkadische Bewegungen machen, wie das im Wachzustand auch der Fall wäre. Und es treten im REM-Schlaf ganz spezifisch, das ist also eine Schlafphase, in der das Gehirn aufwacht, was die Hirnstrombilder anlangt, so aufwacht, wie es auch aufwacht, wenn es wirklich wach ist. Nur, dass diese ganzen Erregungszustände, die im Gehirn ablaufen in diesen Schlafphasen, sich nicht auf die Motorik durchschlagen. Da gibt es aktive Hemmprozesse, die verhindern, dass dieser Sturm von Aktivität, der im Gehirn entwickelt wird, in die Motorik durchschlägt. Es gibt auch pathologische Fälle bei Patienten, wo diese Hemmmechanismen nicht funktionieren, die schmeißen es dann aus dem Bett und die hauen die Nachttischlampen um und verletzen sich oft auch dran. In diesen REM-Phasen werden ganz besonders die visuellen Strukturen im Thalamus, und also im Zwischenhirn und in der Hirnrinde, kontingent mit diesen schnellen Augenbewegungen stark aktiviert. Man findet dann so burstartige Entladungen der Nervenzellen. Ob das mit den Träumen zusammenhängt, wird diskutiert. Vieles spricht dafür, aber das ist noch nicht so ganz klar. Wenn man Patienten, Probanden im REM-Schlaf weckt, dann berichten die meisten über Träume, aber man weiß nicht, ob sie das tun, weil sie nur in diesen Phasen Träume erinnern oder ob sie wirklich kontingent geträumt haben. Und das rauszukriegen ist natürlich ein bisschen schwierig. Darf ich Sie? Sie hat das Bild. Moment, hier ist ein Mikrofon, bitte. Ein bisschen mühsam, wenn man nur eins hat. Bitte.
hiervon. Herr Singer, Sie sprachen von angeborenem Wissen. Sie sprachen von angeborenem Wissen. Ist nicht alles Wissen erfahrenes Wissen? Denn wenn Sie sich jetzt den Äußerungen, die Sie gemacht haben, von der naturwissenschaftlichen Seite nähern, wir haben mehr als 100 Milliarden Nervenzellen, wir haben aber im Genom nur 3 Milliarden Basenpaare. Also geht es doch nur so, dass bei der Grundstruktur und bei dem Grundmuster des Gehirns statistische Prozesse ablaufen. Das heißt, eine Zelle A ist erlaubt, sich mit Zellen irgendeines Typs zu verbinden, möglichst viele Vernetzungen zu machen in einem gewissen Zeitraum. Mehr ist nicht erlaubt. Wir kennen ja Ähnliches beim Immunsystem, diese Verschachtelung. Das heißt also, wir kriegen verschiedene Grundmuster, die rein statistisch niedergelegt sind und damit für mich auch verschiedene Begabungen ausdrücken hinterher, die dann auch nicht endgültig sind, sondern auch nach der Geburt, auch vor der Geburt gebahnt werden können, abgebaut werden können. Es gibt ja viele medizinische Beobachtungen, die das grundlegende, das erblindende Auge beim starken Strabismus. Das heißt, es ist nicht alles Wissen langfristig erfahren, um zu diesen komplexen Mustern zu kommen, die Sie hier grundlegend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Natur sich auf einen statistischen Prozess einlässt, um Saugreflexe und alles das, was zu Beginn des Lebens notwendig ist, zu schaffen. Mhm. Es muss ein Grundmuster geben, das eine gewisse Begabung darlegt und der Rest wird geschaffen. Ich habe auch lange Zeit, als ich noch entwicklungsbiologisch gearbeitet habe, das Argument mit den Basenpaaren benutzt. Und das wird ja jetzt noch viel akuter, nachdem wir wissen, dass wir bloß ungefähr so 30.000 Gene haben. Das ist wirklich nicht viel. Wovon die allermeisten noch für irgendwas kodieren, was nur für Sicherungen kodiert. Nun ist es aber da genauso, und das fängt man langsam an zu begreifen, dass man mit einem relativ kleinen Satz von Vokabeln unendlich viele Novellen schreiben kann. Und das ist mit dem Genom auch so. Das ist ja eine syntaktische Struktur. Und die ist noch ganz schlecht begriffen, die Art und Weise, wie die Gene miteinander wechselwirken und dieses Netz entsteht. Ich kann nur als Beispiel anführen, wie viel Wissen angeboren sein kann. Wie viel das bei Menschen tatsächlich ist, dazu möchte ich mich nicht äußern, weil es diese Deprivationsversuche bei Menschen naturgemäß nicht geben kann. Und wir immer das Produkt von angeboren und erworben sind und es sehr schwer ist, genau anzugeben, wo da die Grenze ist. Aber es gibt einen wunderbaren Versuch mit Eichhörnchen, Ground Squirrels, in Rocky Mountains. Da gibt es welche, die wohnen ganz hoch oben, dort wo in ihrem Leben und auch im Leben der unmittelbaren Vorfahren ein paar Generationen über keine Klapperschlangen vorgekommen sind. Die haben null Erfahrung mit Klapperschlangen, aber es sind Erdhörnchen. Und die Spezies Erdhörnchen hat reichlich evolutionsbiologische Erfahrung mit Klapperschlangen. Wenn man einem Erdhörnchen, das von da oben genommen wird, Generationen keine Klapperschlangen in der Erinnerung, eine Klapperschlange zeigt, wird das Erdhörnchen, wenn die Klapperschlange weit weg ist, kehrt machen und davonlaufen. Wenn die Klapperschlange näher dran ist, wird sich totstellen und schauen, hoffen, dass es übersehen wird. Und wenn die Klapperschlange noch näher dran ist, wird sich umdrehen und mit den Hinterläufen versuchen, Sand in die Augen zu kehren. Das alles hat das Erdhörnchen angeboren als Verhaltensrepertoire drauf. Kann also Klapperschlangen erkennen, weiß, in Anführungsstrichen, was man zu tun hat, wenn die weit weg sind, mittelnah da sind oder ganz nah da sind. Also ganz komplexe Reaktionsmuster und auch kognitive Muster angeboren. Wenn das bei Erdhörnchen möglich ist, würde ich vermuten, dass bei uns noch ganz anderes möglich ist. Wolf, noch eine Frage zu den angeborenen Mustern. Ich nehme mal an, dass zu den genetischen Informationen, die über unser So-Sein in der Welt auch die Erfahrung Schwerkraft irgendwo gehört. Die dann natürlich vom ersten Tag des Lebens an auch noch verstärkt wird. Wie ist das denn, wenn man bei den Astronauten, wenn die Schwerkraft wegfällt, ist das ein Erlebnis der Täuschung oder geht dann die Anpassung sofort los, sodass man sich an diesen, sodass man also auch den genetischen, das genetische Programm sozusagen in der Erlebnisphase überspringen kann? Ich wäre da gern mal mit dabei gewesen. Ich weiß nur mit den Paaren, mit denen ich sprechen konnte, dass denen erstmal furchtbar schlecht wird. Weil einem halt schlecht wird, wenn die Sinnessignale Widersprüchliches ergeben. Ist ja mit der Sehkrankheit genau dasselbe Problem. Da gibt es plötzlich einen Konflikt zwischen den Signalen des Vestibularorgans und den Signalen des Sehsystems. Passt nicht mehr zusammen. Die Corioliskraft kann nicht interpretiert werden und dann reagiert das System mit Nausea.
Die können schon lernen, die lernen ja auch nach einer Weile. Man kann genetische Programme schon in Grenzen modifizieren, aber wie gesagt, halt nur in Grenzen. Also man kann zum Beispiel, eine wichtige Funktion ist ja, dass man, wenn man Kopf dreht, die Augen gegenwendet, damit die Welt, die Augen auf das gleiche Ziel gerichtet bleiben. Und da gibt es einen Reflex, den nennt man den vestibulo-okulären Reflex, und der funktioniert normalerweise mit Verstärkungsfaktor 1. Die Augen werden genau gehalten. Selbst wenn man sie zumacht, funktioniert das. Aber das muss ständig kalibriert werden. Dieser Reflex wird ständig neu gelernt und justiert. Den kann man durcheinander bringen, wenn man Prismenbrillen aufsetzt, weil dann nämlich, wenn man den Kopf so bewegt, die Welt hierhin rutscht und dann muss man die Augenbewegung ganz anders machen. Und das dauert dann ein paar Tage und dann wird der Verstärkungsfaktor dieses Reflexes so verändert, dass zumindest der Fehler geringer wird. Es wird nicht ganz genau kompensiert. Und wenn man die Brillen wieder absetzt, hat man das umgekehrte Problem. Dann muss man das wieder zurückdrehen. Das geht schon alles. Sagt aber nur, dass halt das Programm, das da ist, überformbar ist. Aber es ist schon sehr viel am Programm von Anfang an da. Ich möchte aber nicht kleinreden, die enorme Bedeutung der Umwelt. Und ich glaube, dass gerade jetzt, nachdem jetzt in Deutschland endlich diese bildungspolitische Debatte anfängt, ein bisschen seriöser zu werden, man keine Gelegenheit außer Acht lassen sollte, darauf hinzuweisen, dass man sich versündigt, wenn man nicht alles tut, um diesen kleinen Gehirnen eine maximale Entfaltung zu gewähren. Und deshalb bin ich immer wieder der Meinung und sage das so oft ich nur kann, solange unsere Gesellschaft sich nicht dazu entschließt, das höchste Sozialprestige, also zu vergeben hat, den Lehrern und den erziehenden Eltern zuzuschreiben, sie schlecht beraten ist. Und da müsste sich was ändern. Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass der freie Wille eine Illusion ist? Ja. Und liegt das Ihrer Meinung nach nur daran, dass Entscheidungsprozesse im Gehirn in verschiedenen Zentren stattfinden und dass ein freier Wille per Definition in einem Zentrum stattfinden müsste, oder hat es noch andere Gründe? Das Problem ist ja kein neues. Man kann sich entweder auf eine dualistische Position zurückziehen und sagen, der geistige Prozess, wie immer der auch zu verorten ist, ist dem neuronalen Prozess vorgängig. Und der geistige Prozess ist frei, gut, dann gibt es ihn. Das Problem ist dabei, das Interaktionsproblem zu lösen, wie kann etwas geistig-immaterielles mit den Neuronen wechselwirken, sodass die zum Schluss das tun, was der Wille will, macht Probleme in unserem physikalischen Weltbild. Das geht nur mit Energieaustausch, dann, wenn der Geist aber Energie abgeben muss, kann er nicht immateriell sein und so. Wenn man sich einem mehr naturalistischen, monistischen Weltbild verpflichtet fühlt, und das tun halt die Naturwissenschaften im Augenblick, dann hat man wirklich Probleme, weil man als Vorgängiges einer jeden Entscheidung immer wieder neuronale Prozesse findet. Wer denn sonst soll dem Prozess vorangegangen sein, wenn nicht ein anderer gleichartiger Prozess? Und dieses logische Argument wird gestützt durch die mannigfache Erfahrung, die man in psychophysischen Versuchen immer machen kann und auch in der Klinik immer wieder bestätigen kann. Es ist kein großes Kunststück, unter Ausnutzung bestimmter Wahrnehmungsfunktionen in Gehirne irgendwelche Kommandos einzuspielen, die unbewusst wahrgenommen werden und dazu führen, dass die Versuchsperson das Kommando ausführt. Und in dem Moment, wo sie es ausführt, wird sie sich gewahr, dass sie jetzt was tut. Und wenn man dann hinterher fragt, warum haben sie das jetzt gemacht, dann kriegt man eine perfekte rationale Erklärung und Begründung, warum das jetzt geschehen ist. Die hat nur überhaupt nichts mit dem eigentlichen auslösenden Motiv zu tun. Und daran sieht man, dass wir sehr stark die Tendenz haben, immer a posteriori zu rationalisieren, warum ganz bestimmt etwas, warum jetzt dieses und nicht jenes getan wurde. Es sieht also so aus, als sein, dass alles a posteriori Zuschreibungen von Kausalitäten, die man Prozessen unterstellt, über deren kausalen Ablauf man keine vollständige Kenntnis haben kann, weil halt sehr vieles von dem, was uns treibt und zu Entscheidungen bringt, unbewusst abgelaufen ist und wir nur das, was wir gerade im Bewusstsein haben, jeweils reflektieren können. Neurobiologie hat leider keine bessere Antwort, als zu sagen, das, was wir als freien Willen empfinden und von dem wir auch unsere Verantwortlichkeiten ableiten, ist eine kulturelle Zuschreibung, ist eine Illusion
die von Generation zu Generation über Erziehung tradiert wird und im Erleben widerspruchsfrei bleibt, weil wir die Vorstufen, die zu den Entscheidungen führen, nicht mitbekommen und über unsere Motive erst dann Bescheid bekommen im Bewusstsein, wenn wir bereits konsistente Lösungen haben. Und dadurch bleibt das Problem widerspruchsfrei und deshalb funktioniert das so gut, in diesen beiden inkompatiblen Beschreibungssystemen zu leben, die zumindest für die Neurobiologen evident sind. Ich habe jetzt noch drei für mich jedenfalls wahrnehmbare Wortmeldungen. Vielleicht können wir die zusammenfassen, weil wir ans Ende der Zeit gekommen sind. Das sind Sie und das sind Sie, die Dame. Vielleicht können wir die zusammenfassen. Ja, Herr Singer, ich habe zwei kurze Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf das Unbewusste. Ich wundere mich immer in neurowissenschaftlichen Zusammenhängen, dass da so extensiv vom Unbewussten die Rede ist und auf der anderen Seite uns ein riesiger Forschungsprozess präsentiert wird, der dieses Unbewusste gewissermaßen theoretisiert. Also ein theoretisierbares, erforschbares Unbewusstes, was ist das? Und die zweite Sache ist, bezieht sich auf die Zeit. Ich habe gehört, dass Herr Pöppel hier in München auch eine Theorie von Zeitprozessen, von Zeit im Zusammenhang mit neuronalen Wahrnehmungen, Wahrnehmungsprozessen entwickelt hat, diese Idee des Zeitfensters. Wie verhält sich das zu Ihrer Idee von Zeitbindung? Können Sie da ein paar Worte zu sagen, wie diese beiden Theorien sich zueinander verhalten, ob sie Kandidaten sind für wechselseitige Bestätigung oder was auch immer? Dankeschön. Gesprochen über Verbindungen von Objektwahrnehmung. Das heißt, zum Beispiel die Katze hat ja dann diese Areale, die Sie gezeigt haben, zwischen Aktivität, meinetwegen sie sieht eine Maus und so weiter. Was passiert eigentlich, wenn man das Sehen entfixiert, wie das ja zum Beispiel östliche Kulturen machen, ja, dass sie also bewusst eine Ablösung von Objektwahrnehmung üben? Sozusagen, da heißt dann vielleicht auch die Augen schließen und mal auf andere Sinne hören. Wie verändern sich da die Potenziale? Das wäre doch auch mal ein interessantes Feld, ob dann zum Beispiel vielleicht, das war jetzt meine Vorstellung, überhaupt gar keine gezielten Fokusse einer bestimmten Wahrnehmung mehr da sind, sondern vielleicht gleichmäßige Verteilung. Also um Bewusstheit mal, also auch von dem Objekt zu trennen, mit dem wir das immer wissenschaftlich versuchen zu fixieren. Und die letzte Möglichkeit, bitte. Mir ist kürzlich gesagt worden, dass nicht... bitte? Ach so. Mir ist kürzlich gesagt worden, dass Menschen unterschiedlich strukturierte Intelligenz haben. Also die Struktur der Intelligenz des Menschen A, des Menschen B, des Menschen C kann durchaus unterschiedlich sein. Intelligenzarten soll es geben und es gibt also angeblich eine musisch-kreative Intelligenz, es gibt mehr eine Juristenintelligenz und so weiter. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Oder. Und jetzt ist, das ist, glaube ich, ein nicht so geringes Problem auch in der Schule. Warum lernt ein Kind mit einer musisch-kreativen Intelligenz schlechter von einem Lehrer, dessen Intelligenz ganz anders strukturiert ist? Und dann auch noch fachspezifisch, wenn es um Mathe geht, wenn es um Latein ist. Gibt es da schon Untersuchungen dazu? Wo kann man sich da kundig machen? Haben Sie da eine Idee? Wenn ich die Frage in der umgekehrten Reihenfolge beantworten darf. Wenn Sie Intelligenzarten durch Begabung ersetzen, dann ist das Problem plötzlich weg, weil klar ist, dass es unterschiedliche Begabungen gibt. Es gibt welche, die sind sehr musisch, die können Töne gut als Räume erfahren. Dann gibt es die visuellen Menschen, die wirklich Augentiere sind. Die werden dann oft Skulpteure und Maler. Dann gibt es die mathematischen Begabungen, die in abstrakten Räumen sich bewegen können. Also dass das alles gibt, gar keine Frage. Dass es da genetische Dispositionen gibt, auch keine Frage. Wie viel davon umweltabhängig verändert werden kann, schwer zu entscheiden, weil man diese Experimente nicht machen kann. Das dazu. Aber man sollte schauen, dass man Begabungen möglichst frühzeitig entdeckt und dann gezielt fördert und nicht verkommen lässt. Das ist sicher ein wichtiges Erziehungsziel. Was passiert mit den Hirnströmen bei alterierten Bewusstsein bei meditativen Zuständen und so. Es hat offenbar im Spiegel vor kurzem, klar war ein Fokus, was gegeben über wo Gott sitzt. Ich habe beide Artikel nicht gelesen, weil ich nicht da war.
Ich weiß allerdings, dass es Untersuchungen gibt über Veränderungen von Hirnstrombildern während Meditation. Es kommt dabei offenbar zu Mustern hoher Kohärenz in einem niedrigen Frequenzbereich. Viel mehr weiß ich nicht. Aber jedenfalls ganz anders, als man das bei fokussierter Aufmerksamkeit hat, wo man diese hochfrequenten Schwingungen an bestimmten Orten lokalisieren kann. Da ist sicher noch eine Menge zu tun. Was das Unbewusste ist, Gott, das sind all die Inhalte, die, weil sie nicht im Scheinwerfer der Aufmerksamkeit aufgeleuchtet haben, nicht ins episodische Gedächtnis gekommen sind, nicht einer sprachlichen Fassung zugänglich sind, aber dennoch natürlich im Gehirn verarbeitet werden, handlungsrelevant werden können. Und was wir nicht wenig wissen, wir wissen viel darüber, was passiert, wenn Sinnesreize nicht ins Bewusstsein kommen. Wofür es wenig bis jetzt neurobiologische Erklärungsmodelle gibt, ist für das, was die Psychiatrie und die Psychoanalyse für so wichtig hält, dass etwas, was bewusst erfahren worden ist, ins Unterbewusste abgedrängt wird, aktiv vergessen wird. Es ist ja dann nicht vergessen in dem Sinne, dass es nicht mehr aktivierbar ist. Es ist da, es wirkt, aber man kommt bewusst nicht dran. Was da passiert, ist völlig unklar, jedenfalls mir. Wie sich diese synchronen Muster zu den Theorien von Ernstverhalten über Zeitwahrnehmung, ich glaube direkt, wir haben miteinander angefangen in München vor viel zu vielen Jahren inzwischen, und aufmerksam verfolgt, was wir wechselseitig tun. Ich bin halt in diesem schnellen Zeitbereich zu Hause im Augenblick. Ernst hat ganz früh mal gezeigt, dass es auch in den Reaktionszeiten so Quantelungen gibt im 30-40 Millisekundenbereich, das entspräche diesen Oszillationen. Über die längeren Zeitfenster, dieses Gegenwartsintervall, das so 3 Sekunden lang ist oder so, da weiß ich zu wenig. Da habe ich nie drüber gearbeitet, da lese ich nur. Müssen Sie es in Ernst selber fragen. Wäre dann vielleicht die nächste Vorlesung. Ich darf mir noch eine kurze Bemerkung erlauben, keine Frage. Sie antworteten, für mich nicht überraschend, aber doch interessant, auf die Frage nach neuronalen Prozessen und Bewusstsein, was immer das ist, mit einer dualistischen Lösung oder einer monistischen Lösung. Die Frage, die ich jetzt nicht stelle, aber die man diskutieren muss, wäre die, muss eine monistische Lösung naturalistisch sein oder ist das eine kulturell geprägte Kodierung? Wenn wir etwa, und damit möchte ich das beenden, auf andere Kulturen schauen, da haben wir Monismen, die aber keineswegs nur naturalistisch interpretiert werden. Also ich gehe vollkommen mit Ihnen mit. Ich habe irgendwo ein Bild, wo zwei solche Köpfe sich gegenseitig anschauen. Und ich meine, dass das Bewusstsein dazwischen entsteht. Das ist also ein Diskurs, eine emergente Funktion des interzerebralen Diskurses. Ja, wäre eine Form von Nicht-Dualität, die in anderen Kulturen auch logisch ausgearbeitet ist, in der indischen oder chinesischen zum Beispiel. Meine Damen und Herren, es sind natürlich viele Fragen offen und es konnten jetzt auch nicht alle Fragen aufgenommen werden, das ist ganz klar. Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und danken natürlich ganz besonders Herrn Kollegen Singer aus Frankfurt, dass er heute bei uns war. Sehr herzlichen Dank.